Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Und lieber Martorx, bist du der, der ich denke, der du bist?
dann bin ich jetzt sehr zufrieden. Einen wunderschönen guten Abend, Schlongmuggnugget. Irgendwie so wahrscheinlich. Alles gut. Alles gut. Nichts Schlimmes. Ich streame auf YouTube und auf Twitch. Wenn ihr wissen wollt, warum wieder, dann kommt gerne auf den Discord. Da bin ich vielleicht heute Abend nochmal eine Viertelstunde online. Da können wir gerne drüber reden. Die Verzögerung ist einer der großen Nachteile bei YouTube. Das heißt, wenn ihr eine gute Bildqualität und eine schnelle Reaktion haben wollt, dann bitte lieber wirklich, das meine ich ernst, bei Twitch. Ansonsten natürlich auch gerne YouTube. Die Verzögerung liegt an YouTube. Das hat technische Gründe, wenn es euch interessiert. YouTube rendert das Signal komplett neu, was ich schicke. Und dieses Rendern dauert Zeit. Und je nachdem, wie gut ich die Renderqualität einstelle, dann wird euer Bild besser. Dafür allerdings die Verzögerung, die ihr habt, länger. Das ist der technische Hintergrund. Das gibt es so in dem Maße bei Twitch nicht. Deswegen ist meist die Videoqualität besser und die Reaktionszeiten bei Twitch schneller. Dafür hast du weniger Komfortfunktion als bei YouTube. So, und da ich jetzt eh schon die ganze Zeit am Quatschen bin und ich jetzt auch quasi hier schon sitze und einfach nur noch darauf warte, dass es um 20 Uhr wird, einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Ja, ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit den Vorbereitungen, aber die Ankündigung möchte ich schon mal machen und auch nochmal schon mal vielen Dank sagen. Und Hype, yay! Mensch, an Dennis Decke 1990, Dankeschön. Danke, 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 danke für dein Abo. Danke, freut mich. Danke, danke. Ja, Martartorx. Ich gucke mal lieber auf den. Martorx. Hat das irgendwas mit Martok von Star Trek zu tun und du hast hinten einfach nur einen Torx dran gehängt? Klingt ja cool. Hi Cesaro, hi Dennis Deckes, hallo Hastur, hallo an alle anderen, die ich schon sehe, hallo Little King, hallo Friendly Seal und an alle anderen 36. Mich hat jemand angeschrieben zu der Ankündigung und dann gehen wir zum offiziellen Teil über. Mich hat jemand angeschrieben, das ist ein Unternehmen, ein Produzent eines Energy Drinks und ja, ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, da ich noch keine Werbeeinblendung habe, verrate ich auch keine Namen jetzt. Also, das mache ich noch nicht. Ich möchte nur euch darauf vorbereiten, dass ich demnächst in meinen Stream einen kleinen Werbeblock setzen werde für einen Energy-Drink, den ich selbst mache.
Das möchte ich, da möchte ich euch nur drauf vorbereiten. Warum mache ich das Ganze? Tatsächlich, weil ich von dem Produkt ziemlich überzeugt bin. Ihr wisst, ich mache sowas sehr ungerne. Ich nenne extra noch keine Namen. Ihr könnt gerne Namen im Discord erfahren, wenn es euch interessiert. Aber da ich noch keine Werbeeinblendung habe, sage ich auch keine Namen. Ich möchte es euch nur sagen, dass ich mich für sowas entschlossen habe. Ich habe natürlich dann entsprechend auch einen Verkaufslink für euch. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Das wird es dann ab dem nächsten Stream geben. Ich bin von dem Produkt tatsächlich ziemlich überzeugt. Ich trinke das auch wirklich, wirklich privat auch. Und ja, mehr gibt es dann beim nächsten Stream. Nur für euch mal zum Hinweis, da wird es beim nächsten Stream etwas Kurzes geben. Und das ist auch leider kein Werbeblock, den ihr wie bei YouTube mit dem Adblocker skippen könnt. Und ich bitte da wirklich um Verständnis und ich hoffe, da ihr seid mir da nicht böse, wenn ich sowas ab dem nächsten Stream einbaue. So, dann zum offiziellen Teil. Was habt ihr zu trinken dabei? Und es ist nicht Red Bull. Nicht Red Bull. Es ist was Vernünftiges. Das, so viel kann ich schon mal sagen. Es ist kein Red Bull. Nein, mir wachsen keine Flügel und ich werde nicht abheben. Das ist es nicht. Es ist was anderes. Würde mich wundern, wenn es einer kennt. Nein, auch keine Fanta. Was habt ihr zu trinken dabei und wie geht's euch überhaupt? Mir geht's. Ist okay. War schon mal besser. Aber ich habe ja euch und meine Writing Bull Tasse und einen schwarzen Kaffee. Heute noch einen schwarzen Kaffee. Wenn einer von euch zuguckt, ab nächste Woche trinke ich euer Getränk. Prost. Es ist tatsächlich ein Produkt, welches, wie gesagt, ich verrate keine Namen, solange ich keine Werbeeinblendung habe, aber ich kann ja Details verraten. Das ist ein Produkt, was auf Basis von Grüntee produziert wurde. Das ist quasi so eine Art aromatisierter Grüntee, finde ich, mit noch ein bisschen Koffein zugesetzt. Das schmeckt verdammt lecker. Verdammt lecker. Das ist schon echt, echt krass. Muss ich wirklich sagen. Also ja, ich verdiene dann auch ein bisschen was dabei, wenn ihr euch das über meinen Link kauft, natürlich. Das ist schon... Wisst ihr übrigens, warum ich mich dazu entschlossen habe, das zu machen? Mein erster Sohn wurde nun vor mehr als 5 und weniger als 10 Jahren geboren. Auch keine Fritz-Cola. Und seitdem trinkt meine Frau kein Koffein mehr. Überhaupt nicht. Kein Kaffee, keine Cola, nix. Sie mag es nicht mehr. Und das war das erste Mal, dass sie das Produkt probiert hat und gesagt hat, boah, Koffein schmeckt ja doch ganz cool. Nein, auch das nicht. Und das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich dazu entschlossen habe, weil meine Frau, die seit 6, 7, 8 Jahren kein Koffein mehr trinkt, gesagt hat, dass das gut schmeckt. Das war der ausschlaggebende Punkt. Ich bin halt wie jeder Mann, ich höre auf meine Frau. So, jetzt gehen wir aber zum offiziellen Teil über. Wir wollen ja auch spielen. Und ich habe auch lange überlegt, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe lange überlegt, ich möchte mit euch gerne Good Company spielen. Ich habe lange überlegt, was wir als Stream-Projekt machen. Ich habe auch viele andere Sachen gehabt. Dein Stream ist auch nur wegen deiner Frau so gut. Ja, das ist... Wenn meine Frau nicht wäre, wäre ich heute auch nicht online. Das kann man mal sagen. Da nochmal, du guckst wahrscheinlich nicht zu, du sitzt hier so... 30 cm in, Moment, also von mir aus gesehen in die Richtung, von euch aus gesehen in die Richtung. Liebe Grüße. Und wir spielen Good Company. Kennt einer von euch Good Company? Das ist ein Spiel, das ist seit vielen Jahren in der Entwicklung gewesen und ist jetzt vor mittlerweile schon einen Monat her, in den Release rausgekommen, Version 1.0. Es hat auch ein Multiplayer und also Multiplayer in Good Company ist ungefähr so wie in Die Gilde. Ja, ihr trefft euch selten, ihr lauft euch ab und an mal über den Weg, aber viel mehr nicht. Am Ende des Tages ist Good Company einfach nur eine Fabrik bauen. That's it. Klingt vielleicht einfach. Ist es aber definitiv nicht. Ich habe auch erst 5 Spielstunden. Das heißt, ich habe noch nicht allzu viel reingespielt in das Spiel. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Also, wir starten nicht die Kampagne.
Neues Game, genau, Good Company. Ich stehe ja total auf diese Spiele und ich habe immer noch auf meiner Liste der Schande und ich kann mich nur immer wieder entschuldigen, Factorio noch drauf. Das steht auf meiner Liste der Schande ganz oben und irgendwann, wenn es ein dickes Update gibt, wird es dazu auch mal ein Let's Play geben. Irgendwann kommt das. Aber heute spielen wir erstmal Good Company. So, wir starten ein freies Spiel. Wir machen ein neues Spiel. Übrigens, ihr könnt euch auch hier oben verschiedene Avatare einrichten. Ist schon ganz schick. Ihr könnt auch neue Profile einrichten. Und über die Profile habt ihr dann, wenn ich das richtig gesehen habe, auch verschiedene Safe Games. So, jetzt machen wir erstmal ein neues Spiel. WB ist auch gerade live mit Humankind. Ach, Quatsch. Wer guckt denn schon Writing Bull? Verstehe ich gar nicht. Oder kauft sich so eine komischen Tassen von ihm. Ah, lecker, lecker, lecker. Genau, ich übe ja schon. Wenn ihr übrigens Bock habt auf Factorio, kommt doch gerne auf den Discord. Da haben wir einen Factorio Multiplayer Server angefangen. Einen privaten, der ist nicht öffentlich. Also das gibt es nur, wenn derjenige online ist. Wenn ihr darauf Bock habt. So, also wir starten ein neues Spiel. Ich quatsche heute eine ganze Menge, ey. Ich merke das schon. Wir sind bei, Gott, 6 Minuten. Und ich habe noch nicht, wir sind schon 6 Minuten online. Also ich und ich habe noch nicht 1 Minute gespielt. Es tut mir ganz schrecklich leid. So, ich muss immer mal gucken, was ihr so schreibt. So, also, wir haben die Möglichkeit, hier verschiedene Sachen zu nehmen. Ich spiele auch Captain of Industry, leider aus Zeitgründen schaffe ich es nicht mehr, dann Let's Play zu machen im Moment. Dyson Sphere habe ich schon mal gespielt. Habe ich auch schon ein Let's Play zugemacht. Angespielt. Ja, Good Company ist schon echt cool, ja, richtig. Das macht dich sympathisch, das Gequatsche. Ja, ich will aber spielen. Ich will spielen. Und jetzt schreibt ihr so viel. Ich meine, wir sind gerade 80 Leute auf beide Plattformen verteilt. Und ihr schreibt so viel, dass ich gar nicht zum Spielen komme. So, Herr Nerd, konzentrier dich. Jetzt ist gut. Vielleicht sollte ich echt mal so ein Just Chatting am Anfang machen, dass ich auch die Kategorie ändere oder sowas. Aber das geht halt bei YouTube nicht. Das tut mir auch ganz schrecklich leid, liebe YouTube-Zuschauer, die sich das hinterher angucken. Ich werde es wahrscheinlich vergessen, aber wenn ich es nicht vergesse, dann mache ich euch eine Markierung unten in die Videobeschreibung, wenn es losgeht. Bringt euch jetzt auch eigentlich nichts. Unterhalte uns. Ja, wenn mein Arbeitskollege jetzt hier wäre, dann könnte ich euch ganz cool unterhalten. Hi, Neo Jutsu. Howdy zusammen. Hi, howdy. Schön, dass du da bist. Ach, habt ihr übrigens schon mal ein neues T-Shirt gesehen? Schön. So, also, wir nehmen jetzt lasst uns aber wirklich anfangen. Also, los geht's. Wir wollen in Holzingen starten. Wir können auch gerne, wenn ihr das Spiel kennt, können wir auch gerne woanders starten. Da habe ich auch kein Problem mit. Ich habe leider City of Gangsters nicht mehr gespielt seitdem. Ich habe auch, danke an den Entwickler in dem Sinne, ich habe auch die DLCs bekommen, habe es installiert, aber ich habe es nicht geschafft. Es tut mir leid. Da nochmal reinzugucken. So, wir starten in Holzingen. Wenn ihr da was gegen habt, dann schreibt es gerne. Und wir bleiben bei der Schwierigkeit. Gibt es eine Vorauswahl? Ich würde auch gerne bei Medium bleiben. Also schwer und extrem. Weiß ich nicht. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Wir wollen ja auch so einen halbwegs entspannten Abend haben. Wir nehmen einen Medium und Einzelspieler. Und bei den Mitspielern würde ich gerne auf Stufe 2 bleiben. Stufe 3 ist mir dann noch zu hart. Und hier Dr. Kuznetsov. Den finde ich cool. Der erinnert mich immer an den verrückten Wissenschaftler von, Gott, wie heißt denn das? Von Donald Duck. So, Wettbewerberstärke Junior, das sind die Voreinstellungen. Startguthaben. Ich würde das jetzt in dem Fall so lassen. Einen wunderschönen guten Abend werde ich träumen. Davon habe ich gerade geträumt, dass du jetzt kommst. Schön, dass du da bist. Und wenn ihr irgendeine Verbesserung habt, dann schreibt es gerne. Ansonsten würde ich jetzt so starten. Game Over ist deaktiviert. Die Inflation ist deaktiviert, Gott sei Dank. Maximale Produkteigenschaften, normale Banken haben wir auch. Lass uns das nochmal durchgehen. Marktherausforderung passt auch. Daniel Düsentrieb. Ja, genau. Wie konnte mir der Name entfallen? Asche auf mein Haupt. Es tut mir leid. Okay, ihr seht, wir können eine ganze Menge einstellen. Deswegen habe ich mir jetzt in dem Spiel wirklich angewöhnt. Wir bleiben bei
Medium Einzel. Hallo? Bei Medium Einzelspieler und werden das bitte so starten. Wir könnten sowieso auch als Multiplayer-Game starten und legen einfach mal los. Genau, wir haben schon genug mit Inflation im Real Life zu tun. Jetzt gehe ich mal direkt auf die Pause. Bequem die halbe Menge transferieren kannst du mit einem Linksklick und der Ctrl-Taste. Okay, also worum geht es in diesem Spiel? Wir können Produktketten bauen. Wir können am Ende des Tages habt ihr eine Fabrik. Ihr müsst aber in dieser Fabrik alles machen. Ihr müsst die Produkte planen, ihr müsst forschen, ihr müsst Marketing betreiben, ihr müsst auf eure Zahlen achten, ihr müsst das aber auch produzieren. Ihr müsst einen Eingangsbereich schaffen, wo ihr die Waren abholt, das Vorprodukt produzieren, Hauptprodukt und so weiter und so fort. Einfach alles. Mega cool. Und ja, wir legen einfach mal direkt los. Einen wunderschönen guten Abend. Einfach Toto. Hi, schön, dass du da bist. So, ihr seht so ein paar Activities, sehen uns hier und ich zeige euch erstmal grundsätzlich das User Interface. Die KI hat sich gerade nochmal resettet, als sie die Schwierigkeit geändert hat. Das heißt, stimmt. Ja, stimmt. Ist egal. Jetzt ist wurscht. Dann spielen wir halt so. So, sehe ich die KI hier unten eigentlich irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, irgendwo müsste die jetzt auch bauen, ne? Egal, wir gehen erstmal wieder zurück. Übrigens, die Häuser hier mit diesem grünen Bubble, mit diesem roten Bubble, die können wir kaufen. Aber das wird dann erst später sein. Und General Kartoffel, vielen Dank für dein Follow und werde ich träumen. Ach Mensch, das ist aber schön. Danke, danke, danke für dein Follow. Finn1 und Elbe2K, Xbrozilla und Dennis Decke, vielen Dank für euer Follow. Darauf ein Schluck Kaffee, Prösterchen. Guten Abend, heilige Wurst. Gibt's das Game für ein längeres Let's Play? Ja, tatsächlich ist es so geplant, dass ich das... entschuldigt bitte, dahinter ist meine Frau. Dass ich das länger spiele als Stream. Ja, genau. Wo du lieber gucken sollst, das... Magst du bitte das Licht anlassen? Danke. Wo du lieber gucken sollst, das... Also... Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich rein fürs Gucken Twitch. Aber da rede ich euch nicht rein, das könnt ihr frei entscheiden. Das hat einfach Bildqualitätshintergründe und ihr seid schneller am Geschehen mit dran. So, jetzt aber gut. Also, Humankind ist auch irgendwann geplant, ja. Jetzt gucken wir uns erstmal alles an. Hier oben, ich glaube ganz klar, die Zeit und die Geschwindigkeit. Dann habt ihr hier einmal eine Mitarbeiterübersicht. Da seht ihr, was für Mitarbeiter ihr habt. Aktuell ist das Terran Dinder. Das bin in dem Fall ich, der Herr Nerd. Da sind meine Fähigkeiten. Ich mache gerne alles selbst. Ich bin eine Führungskraft und ich bin meistens gut informiert. Das passt erstaunlicherweise auch relativ gut zu mir. Wer hätte es gedacht? Dann gibt es hier so Workplaces und Zonen. Das sehen wir aber alles dann im Nachhinein. So, dann gibt es einmal eine Kurierroute. Da könnt ihr jetzt noch nichts mit anfangen. Das sind hinterher im Spiel Routen, wo man dann so verschiedene Regale verbinden kann und sagt, hey, pass auf, bring doch mal das von da nach da. Und Zonen und all so ein Kram, das ist eine ganz spannende Sache. Dann gibt es natürlich Produktdesign. Damit fangen wir nämlich auch gleich an. Wir wollen ja auch natürlich ein Produkt erstellen. Das ist natürlich ganz wichtig. Ein virtuelles Haustier, ein Tamagotchi können wir bauen. Wir können ein Tamagotchi bauen. Ist das cool? Ist das cool? Hi Zocknauf. Ich finde das so cool. Ich habe früher tatsächlich ein eigenes Tamagotchi gehabt und jetzt können wir es endlich produzieren. Kennt da noch einer Sheldon Cooper mit seinem Tamagotchi? Herrlich. Finde ich super klasse, das Teil. Bauen wir uns hinterher. Dann natürlich wie üblich so Marktübersicht. Wie gut kommt das gerade an? Virtuelle Roboter und so weiter. Dann müssen wir selbstverständlich irgendwann in die Forschung investieren. Soll unser Tamagotchi vielleicht ein poliertes Holzgehäuse bekommen? Oder ein schickes Holzgehäuse? Und. Wir können hier oben in bessere Akkus investieren. In eine bessere Stromversorgung. Ja. In größere Batterieblöcke und so weiter. Wir können die Motoren verbessern. Schrittmotoren, Gelenkmotoren und so weiter und so fort. Und natürlich auch andere Sachen noch bauen. Akustischer Schaumstoff und so weiter und so fort. Also echt eine coole Sache. So, dann gibt es hier natürlich Firmenentwicklung. Ist, glaube ich, klar, ne? Also
Wir müssen natürlich auch die Firma an sich entwickeln, dass wir einen Chemietisch haben, dass wir ganz andere Dinge machen können. Ihr seht, was wir alles bauen können. Plastikzahnräder, Verstärkungsteile, Verbindungsteile, Metallstäbe und so weiter und so fort. Oder hinten Gehäuse-Synergien. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und G-Town Smooth hier, vielen Dank für dein Abo mit Twitch Prime. Dankeschön. Und Pity Daisig, vielen Dank für dein Follow. Darth Vardu, Martarox, General Kartoffel, vielen Dank für euer Follow. Und danke einfach, Tote, für deine Bits. Dankeschön. Ein Hype Train. Wie cool. Er kommt. Ah, ich liebe sowas. Ich finde das cool. Dankeschön. Und dann natürlich auch Firmenrangfolge. Wir wollen natürlich auf Platz 1 sein. Aufträge ist, glaube ich, auch klar. Wenn wir eine Firma sind, könnte ich auch Aufträge annehmen. Dann die Firmenziele. Da gibt es natürlich jetzt so ein paar vordefinierte Ziele, die wir machen können. Wie, keine Ahnung, 100.000 Profit, 2.400 Forschungspunkte. Ja, das kennt man, glaube ich, aus anderen Spielen. Ne? Da gibt es dann so ein paar Ziele, die können wir machen. Dann kriegen wir hier so Erfolgspunkte. Die seht ihr dann hier an der Seite. Damit können wir dann auch wieder andere Dinge tun. Dann darf natürlich auch eine Finanzübersicht nicht fehlen. Die ist momentan extrem nutzlos, weil wir noch nichts gemacht haben. Dann natürlich allgemeine Statistiken. Haha, da freue ich mich schon drauf. Statistiken sind ja so genau meins. Mit den Zonen, also ein Krams, ha, herrlich. Und natürlich auch ein sehr, sehr gutes Handbuch mit allem drum und dran. Also auch das eine gute Sache. Dann gibt es hier auf der linken Seite die Sachen, die ihr bauen könnt. Das sind die Sachen, die ihr dann hier platzieren. Dann gibt es einmal die Arbeitsbereiche. Kennt man, glaube ich, wenn ihr in einer Firma arbeitet. Da gibt es so verschiedene Arbeitsbereiche, Lager, Zone A, B, C. Dann natürlich die Mitarbeiter einstellen und irgendwas markieren. So, das war es im Prinzip. Viel mehr gibt es auch nicht. Und danke, danke, danke für weitere 100 Bits. Dankeschön. Traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das Gute ist, ich bin derjenige, der bei der Arbeit die Statistik macht. Ich finde das super. Ich liebe Statistiken. Statistiken machen alles besser. So, jetzt ist mein Kaffee schon wieder leer. Das ist ja unglaublich. Der hält auch nie lange. 17 Minuten hat er heute gehalten. Na, ich habe ja schon ein bisschen früh angefangen. Also 20. So, womit fangen wir an? Erstmal hier unten gucken, was das für ein Knopf ist. Das ist nämlich die Minimap. Ich mag ja auch Minimap sehr gerne. Das packen wir uns mal dahin. Und dann fangen wir bitte mit dem Produktdesign an. Und zocken auf. Danke. Oh, Himmel, Herrgott, jetzt geht's aber los. Dankeschön. Danke für dein Stufe 1 Abonnement und danke für die 100 Bits. Und wir sind 100 Leute für Good Company. Hallo an alle, die zugucken. Mensch, das überrascht mich ja. Cool, dankeschön. Heute ist ja aber auch was los hier. Das ist ja der Hammer. Das hätte ich auf Mittwochabend gar nicht gedacht. So, jetzt machen wir erstmal ein neues Tamagotchi, würde ich sagen. Ein virtuelles Haustier. Oh Gott. Können wir das umbenennen? Machen wir gleich. Also, was meint ihr? Holzgehäuse oder Plastikgehäuse? Das braucht ein bisschen mehr Platz und ich zeige euch das mal. Hier unten steht das. Ihr seht dort Plastikgehäuse. Platz 14. Platz ist hinterher für Regale und sowas wichtig. Ich brauche einen Kaffeespender. Einfach Toto. Dankeschön. Danke, 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 danke. Und dann gibt es ein Holzgehäuse. Und bei diesem Holzgehäuse, ja, das braucht halt ein bisschen weniger Platz. Ihr seht hier übrigens auch, das ist sehr interessant, Stil ist eine allgemeine Eigenschaft. Durch Gehäuse und Gehäuserahmen höherer Qualität, ein größerer Stilwert erhöht den Verkaufspreis eines Produkts. Besondere Gehäuse und Gehäuserahmen aus Holz wirken sehr positiv auf den Preis. Ja, so ein Tamagotchi, also wenn ich überlege, erstmal ohne Scheiß, wenn ihr in den 90ern ein edles Tamagotchi aus poliertem Holz hattet und so ein billiges knatschendes aus Plastik, was hättet ihr eher gekauft? Also ich hätte eine Mark mehr ausgegeben für das aus Holz, ne? Hat es leider nie gegeben. Wir bauen das aus Holz, mal gucken. Allerdings natürlich ökologischer Fußabdruck ist... Ernsthaft? Der ökologische Fußabdruck ist bei Holz geringer, bei nachwachsendem Holz im Gegensatz zu toten Dinos... Gut. Ja, okay. Kann man so machen. G-Town Smooth hier. Dankeschön. Danke, 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 danke. Braucht zwei Holz. Ich würde sagen, wir machen das aus Holz. Was meint ihr? Plastik? Echt? Ihr wollt Plastik haben? Holz oder Plastik? Plastik? Echt? Ihr enttäuscht mich. Nein, alles gut. Dann nehmen wir Plastik. Kein Problem. Plastik? Echt? Bei Holz ist es nicht plus minus.
Ah, stimmt. Ja. Genau. Ja. Holz. Okay. Ich sehe mehr Holz und bevor noch einer wieder Plastik schreibt, nehmen wir schnell Holz und sagen Produkt erstellen. Virtuelles Haustier aus Holz. Ach, ist das nicht hässlich? Oh, ist das cool. Ein Dino-Ei natürlich. Was ist denn ein Würfli? Ernsthaft ein Würfli? Nein. Ist das eine R232-Schnittstelle? Ein Ei ist doch. Oh, cool. Ach, herrlich. Ist das nicht toll? So ein Ei hier mit so einer schönen Holzunterseite. Oh, ist das hübsch. Ah, herrlich. Sehr gut. Ich und mein Holz, ja, genau. Also, welche Farben hätte man denn gerne? Verspielt blau wäre diese Version. Kaugummi pink? Nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Also, das sollte schon halbwegs neutral sein. Sonnenuntergangsorange finde ich ja, das ist okay. Das ist okay. So, jetzt, wie nennen wir das denn? Ich werde es mal den Nerd Gotchi nennen. Wird das mit IE geschrieben? Nein, Nerd Gotchi. Nerd Gotchi. So, der Nerd Gotchi, dein virtueller Nerd für zu Hause, fütter ihn gut, ansonsten geht er kaputt. Und später kannst du auch die Innereien rausnehmen und das Nerd Gotchi als Schlürftasse benutzen. Das Holz ist ja Holz. Geht ja nicht kaputt. Da kein Plastik. So, dann gehen wir mal weiter auf die Module. Alle Merkmale müssen größer als 0 sein. Ja, das kriegen wir gleich hin, hoffe ich. Und dann, das ist ein 90er-Style. Ja, das Spiel ist ja auch so halb 90er. Dann müssen wir unsere Module setzen. Wir brauchen nämlich, ihr seht es hier oben, wir brauchen natürlich ein Display für unser Nerd-Gotchi. Wir brauchen natürlich auch eine Batterie für unser Nerd-Gotchi. Das sind so die Eigenschaften, ihr seht es hier oben. Diese Funktion ist erforderlich, der Wert muss über 0 liegen. Und diese Funktion ist erforderlich, der Wert muss über 0 liegen. Und dann können wir es auch abspeichern. Also, einen Pieper brauchen wir nicht. Jetzt haben wir eine LED-Matrix-Anzeige, die sollten wir mit reinbauen. Dein Nerd-Gotchi. Wir können das auch noch umbauen. Die Frage ist natürlich auch, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür 2 Platinen und 14 Elektronikteile. Das kriegen wir hin. Platinen wiederum bauen wir aus Plastik hinterher. Ich habe ein Level 1 Hype-Emote erhalten. Dankeschön. Falsche Tastatur. So. Und dann brauchen wir natürlich auch eine Batterie. Tja, was meint ihr? Eine billige Knopfzelle oder schon was Besseres? Da brauchen wir einen Bastlertisch einen Tag für, einen Chemietisch, Batteriefertigungsmaschine. Batterielaufzeit ist 1, Abwärme 0,5. Bei der Knopfzelle Batterielaufwerk 0,5, aber Abwärme, Gewicht geringer, ökologischer Fußabdruck auch. Was Besseres, ne? Und dann zweimal, dass das Ding eine schöne lange Akkulaufzeit hat. Wir gucken mal, was wir noch haben. Dazu brauchen wir Chemie und Plastik. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich. Ne, wir machen mal nur eine rein. Wir müssen das Ding ja hinterher auch produzieren. Und vor allen Dingen, wir brauchen ja auch 300. Wir müssen die 300.000 ja auch effektiv machen. Wir können das ja Nerd Gotchi Version 1 nennen. Vielleicht machen wir ja irgendwann eine Version 2 daraus. So, dann gucken wir mal. Datenspeicher, ein Registerspeicher. Oh Gott. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Eine Datenübertragung, eine Mittelwellenfunkverbindung. Ach, wie herrlich. Gott, also wir sind nicht 80er, das ist eher so 70er. Nee, eine Brennstoffzelle funktioniert leider nicht. Das gibt es hier leider nicht. Wir könnten noch so einen Pieper bauen. Das finde ich cool. So ein Pieper, wenn er stirbt. Dass sich das auch so anhört, wenn er stirbt. Aber dazu brauchen wir Spulen, dazu müssen wir wiederum Metall. Das ist wieder ein Produktionsschritt mehr. Das lassen wir mal bleiben. Tja, dann machen wir das so. Billiges LED-Display, Batterie drauf, fertig. Jetzt gucken wir noch durch. Pieper machen wir nicht. Mittelwellenfunk machen wir auch nicht. Einen Speicher brauchen wir nicht. Eine einfache Schaltung. Die Frage ist, brauchen wir eine einfache Schaltung? Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich eine einfache Schaltung brauchen.
Wir können ja mal gucken, was das hier hinterher bringt. Möglicher Gewinn pro Einheit 200. 300. Die Frage ist, wie soll so ein Nerdgotchi funktionieren ohne eine einfache Schaltung, wenn es nicht weiß, was es machen soll? Ein Speicher? Aber warum ein Speicher? Vor allen Dingen, ihr müsst ja auch bedenken, die Gewinneinschätzung hier unten. Ja? Wir machen ja aktuell nur 200 Gewinn. Hi Frankie, schön, dass du da bist. Nimm den Brennstab von Satisfactory. Irgendwann kommt auch nochmal Satisfactory bei mir. Hallo übrigens an alle 125 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Wir können ja mal einen Speicher noch mit reinsetzen. Oh, 125 nur noch. Ah. Ich weiß halt nicht, wozu so ein Ding gut sein soll. So ein Registerspeicher. Dazu brauchen wir noch Metall. Das ist halt schon hart. Genau, oben rechts sehe ich, was ich brauche. Genau, wir sind halt im grünen Bereich bei allen. Ne? Wir sind bei der Bildqualität im guten Bereich. 1 von 1,5. Wir sind im Batteriespeicher. Sind wir dabei? Wir brauchen eigentlich keinen. Wir brauchen eigentlich keine einfache Schaltung. Wir lassen die mal weg. Ja, wir lassen die mal weg. Das kostet nur unnötig. Das kostet nur unnötig. Zeit. Gut. Nerdgotchi Version 1. Das ist er. Unser Nerdgotchi. Ist das nicht toll? Marktanreiz. Ja, 2,5. Ein RimWorld-Tutorial. Kann ich gerne mal machen, wenn ihr noch Bock habt. Wie soll man das überleben, wenn man das ausmacht? Kein Speicher möglich. Kein Abspeicher möglich. Ja, dann musst du es anlassen. Das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass du die ganze Zeit da sitzt und... Oh, ist das dann mein Nerdgotchi? Ich will ihn nie wieder aus der Hand legen. Papa, es ist ausgegangen. Ich brauche einen zweiten. Doof gelaufen hier. Batterie ist verlötet. Musst du direkt einen neuen kaufen. Beim zweiten gibt es 10% Rabatt, wenn du den ersten wieder abgibst. So. 305. So machen wir das, oder? Nerdgotchi Version 1. Zack. Also. Dann gucken wir mal. Und bevor wir das anfangen, seid ihr mir hoffentlich nicht böse, dass ich mir nochmal fixen Kaffee hole. Ja, ist das okay, wenn ich mir nochmal fixen Kaffee hole? Ansonsten trockne ich hier noch aus. Ich hole mir mal gerade fixen Kaffee. Bis gleich. Na, wo ist mein Kaffeeknopf? Da.
Hallöchen. Ich trinke zu viel Kaffee. Das kann gar nicht sein. Das ist erst mein vierter heute. Moment, der fünfte. Es ist der fünfte Kaffee heute. Ansonsten habe ich nur Energy Drink getrunken, einer noch nicht näher spezifizierten Marke. Prösterchen. Ach, sehr lecker. So, also, wie machen wir weiter? Wir werden uns jetzt erstmal unsere Produktion aufbauen. Ey, zu viel. Oh Gott, echt? So, wie fangen wir an? Wir haben hier an der Seite die Bauensachen und da gibt es verschiedene Sachen. Einmal die Regale, das wird uns gleich hauptsächlich beschäftigen. Dann gibt es einfache Herstellung, Bastlertische, Montagetische. Das sind die, so die Endmontagegeräte, wo man quasi alles zusammenbaut. Drei zu wenig. Die Diskussion, der folge ich jetzt mal nicht weiter. Dann gibt es natürlich, klar, Forschungstische muss natürlich auch irgendwo geben. Eine Pflanze, wie heißt es denn? Mad Games Tycoon Spiel kennt, weiß, steht total auf Pflanzen. Die finde ich witzig, wichtig. Dann eine Bürodeko. Ja, irgendwie so ein Tafelbrett. Finde ich auch immer ganz neckisch. Oder hier so ein Riesenteppich, der sehr klein ist. Oder eine Wanddeko. Ist auch immer ganz okay. So, also, jetzt gucken wir mal, dass wir. Ihr seht, hier sind Lieferbereiche. Das heißt, die Lieferbereiche definieren wirklich, wo die Waren angeliefert werden. Und ich würde mal sagen, wir können durchaus mal hier in diesen Bereichen anfangen. Und da setzen wir als erstes uns erstmal eine Kurierplatte hin. Und bei der Kurierplatte kommen am Ende des Tages quasi eure ganzen Waren rein. Ja, ihr seht das hier. Da werden die Sachen dann hingeliefert. Und wir müssen natürlich erstmal ein paar Waren kaufen dafür. Was wir jetzt machen, ist uns von hinten nach vorne arbeiten. Wir setzen uns als allererstes kein Bastlertisch, sondern einen Montagetisch hier hin. Und den machen wir einmal. Tja, wir müssen mal gucken. Ich würde sagen, wir setzen ihn erstmal dahin. Müssen wir mal gucken, ob das passt. Und an diesem Montagetisch setzen wir unseren Nerd Gotchi. Unser Nerd Gotchi braucht ein Holzgehäuse, braucht ein Batteriepack und braucht einmal ein LED-Matrix-System. Allerdings dafür wiederum zwei Leiterplatten. So, jetzt bauen wir uns das mal auf. Und dann setzen wir uns noch ein Regal hier hin. Genau, einmal dahin und einmal, ich würde sagen, wir setzen das einmal dahin, genau. Kann man den Kamerawinkel drehen? Ich habe tatsächlich noch nicht rausgefunden, wie. Q und E geht nicht. Wir können ja gleich mal in die Einstellung gucken, aber ich glaube nicht. Wenn das einer von euch weiß, dann schreibt es gerne mal. Wird mich auch mal interessieren. So. Dann machen wir hier weiter. Wir können hier übrigens dann schon eine Person einstellen. Macht aber, glaube ich, noch keinen Sinn. Obwohl, ja doch, können wir schon machen. Mausrad gedrückt halten. Ne, geht leider auch nicht. So. Einmal die Person eingestellt. Die kommt dann irgendwann. Jetzt erinnere ich mich wieder an das ganze, an die ganze Early Version. Ich bin gespannt, wie es released wurde. Ja, es ist, also mir macht Spaß, würde ich sagen, muss ich ganz echt sagen. Jetzt werden wir hier bei der Produktmontage ein Eingangs- und ein Ausgangslager definieren. Ein Eingangslager kommt bitte von dort. Und das Ausgangslager geht bitte nach dort. Warum mache ich das so rum? Ich möchte gerne, dass die Ausgangsprodukte dann direkt hier reingeliefert werden und die Eingangsprodukte direkt dort rein. So, als nächstes holen wir uns erstmal die Montage für das LED-Matrix-System. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das soll ja auch möglichst optimal sein, denn wir brauchen zwei Leiterplatten und danach das LED-Matrix-System. Und wir brauchen dafür auf jeden Fall die Bastlertische. Das heißt, zwei können wir schon mal da hinstellen. Ah, dieses ist hier natürlich direkt vor irgendeiner Tür, ne? Naja, ist nicht so schlimm. So, und da können wir produzieren Leiterplatten. Und ihr seht hier unten diese LED-Matrix-Teile. Jetzt machen wir aus den beiden. Machen wir Leiterplatten.
Und ich würde sagen, den Tisch, den positionieren wir. Hallo? Den positionieren wir nochmal um. Und setzen das nach dort. So. Dann kriegen die auch ein kleines Regal. Und der Eingang ist bitte dort. Ausgang ist bitte dort. Pino87, danke für dein Follow. Selbes machen wir hier. Ihr könnt übrigens auch die Sachen kopieren. Das ist auch kein Problem. Moment, kann es euch mal zeigen. Ich meine, Steuerung, zack, einmal kopieren. Und dann könnt ihr es da einmal draufsetzen. Das ist auch kein Problem. Aber wir brauchen noch Leute. Also einmal einstellen. Einmal einstellen. Ihr seht, die Leute kommen jetzt hier schon rein. Jetzt produzieren wir hier Leiterplatten. Und jetzt nehmen wir uns bitte einen weiteren Montagetisch. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den am besten bauen. Ah, das freut mich, Pino. Das freut mich. Dankeschön. So, hier wollen wir natürlich das LED-Matrix-System bauen. Eingang ist einmal dort. Der holt sich da bitte alles. Ausgang ist da rein. So. Dann bauen wir noch zwei weitere Bastlertische. Und die müssen idealerweise dahin. Ah, das... Moment, das passt nicht ganz. Den müssen wir nochmal umsetzen. Ich hoffe, dass wir das so halbwegs hinkriegen. Einmal dahin. Die müssen nämlich an der Frontseite verbunden sein. Dann brauchen wir noch ein kleines Regal. Dahin. So, und jetzt ganz wichtig, auch wenn wir es nicht drehen können, achtet darauf, dass die Wege frei sind. Wenn die Leute hier nicht lang gehen können, dann kommen sie da auch, nicht hin. Braucht jeder Arbeitsplatz eigene Regale oder können mehrere Arbeitsplätze ein Regal benutzen? Das könnt ihr völlig frei entscheiden. Ihr habt an jedem Arbeitsplatz die Möglichkeit, einen Eingang und einen Ausgang zu definieren. Ihr müsst es aber nicht. Das ist das Coole an diesem Spiel. Wenn ihr es nicht macht, dann sucht sich der Spieler selbst. Es ist halt ein bisschen effizienter, hoffe ich, so wie ich das mache, wenn wir jetzt das als Eingang definieren und das als Ausgang und das als Eingang und das als Ausgang. So, dann stellen wir hier noch ein paar Leute ein. Und dann müssen wir noch die Rezepte auswählen. Also, hier wollen wir bauen einmal ein Batteriepack. Zack. Und hier wollen wir bitte bauen einmal, was hatten wir jetzt noch? Ein Holzgehäuse, glaube ich, ne? Wir gucken mal. Holzgehäuse, Batterie und LED-Matrix. Zweimal Plastik, einmal LED, Holz, Batteriepack, alles hier rein. Passt. Hallo, Feo Cash. Schön, dass du da bist. So, wir haben die Leute eingestellt. Jetzt schon mal eine ganz wichtige Sache vorweg. Wie kommt dieses ganze Zeug denn da jetzt nur rein? Und da könnt ihr eben diese Zonen benutzen. Das heißt, ihr könnt hier oben bei den Arbeitsbereichen reingehen. Und dann habt ihr hier die Lizard Zone. Das ist die hier. Wir könnten die ja mal ein bisschen kleiner machen. Dass wir hier hinten aus dem Bereich... Dass wir das mal ein bisschen kleiner machen hier. Dass wir wirklich diese Lizard Zone wirklich nur in dem Bereich haben, wo wir es brauchen. Und hier gibt es einmal Richtlinie, was ihr machen könnt. Ihr könnt Forschungsentwicklung machen, modulare Sachen und so weiter und so fort. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen Logistikmitarbeiter einstellen, eine Schnelleinstellung. Wir können auch mehrere Leute einstellen. Mehrere Leute haben natürlich den Vorteil, dass es schneller transportiert wird. Aber Achtung, es kostet auch mehr. Ich hoffe, dass das gleich gewinnbringend hier funktioniert. Und derjenige wird sich jetzt hier um den Transport kümmern. Und jetzt müssen wir natürlich noch ganz wichtig, einmal hier bitte, Produkte einkaufen. Was brauchen wir? Chemie brauchen wir. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Elektronikteile. So, und jetzt muss ich schon nochmal gucken. Für das Ding brauchen wir Elektronik und Leiterplatten. Leiterplatten sind aus Plastik und Metall.
Also brauchen wir Plastik und Metall. So, dann sollten wir darauf nicht alles haben. Für die Batterie brauchen wir Chemie und Plastik. Ja, das sollte auch nicht passen. Wir sind bei Einkauf, 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 Einkauf. Und dann setzen wir noch ein zweites Teil. Das kommt einmal dahin. Und hier kommt bitte rein der... Wo haben wir es denn? Wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Unser Nerd Gotchi, bitte. Da oben. Da ist es. Einmal das Nerd Gotchi verkaufen, 100%. Und dann sollte das erstmal passen. So, jetzt kommt irgendwann hoffentlich die Lieferung an. Haben wir das auf Einkauf gestellt? Genau, da ist sie. Ihr seht, Einkaufslieferung ist dabei. Verkaufsausgang ist noch dabei. Da ist unsere erste Lieferung. Und da geht die gute Kiki Parma geht los. Zufriedenheit ist so halbwegs negativ. Und sie liefert jetzt die ersten Sachen an. Wir könnten wahrscheinlich noch eine zweite Person einstellen. Das sieht mir spontan etwas wenig aus. Wir stellen nochmal jemanden ein für die Logistik hier in dem Bereich. Dass das ein bisschen schneller geht. Und ihr seht jetzt, die haben jetzt Holz und Chemie und sowas in ihren schicken Baukasten. Und jetzt geht's hier los. So, er muss jetzt noch ein bisschen warten. Der gute Terry Dinder. Denn hier brauchen wir als Vorprodukt die Leiterplatten. Die gehen dann hoffentlich da rein. Er hat noch Probleme. Wo arbeitest du hier, ne? Ah ja, jetzt geht's los. Okay, jetzt ist das Plastik auch da. So, hier fehlt noch alles. Das dauert noch ein bisschen. Was vom Spiel Strife-Gehalte sagt mir jetzt tatsächlich gerade gar nichts. Und dann gucken wir mal, ob wir damit so halbwegs was machen. Zufriedenheitsbewertung aller Mitarbeiter. Ja, was mir hier jetzt fehlt, wäre eine Toilette. Wir können ja mal einen Teppich hier hinlegen. Oder vielleicht eine Blume. Komm, wir machen mal eine Blume. Blume. Blume ist gut. Blümchen. Blümchen. Was? 4000 für eine Blume? Ja, sag mal, was ist denn das für eine Edelblume? Was sind denn das für... Das ist ja unglaublich. Ich gebe da nicht vier. Stell dir mal vor. Du gehst in den Baumarkt, kaufst eine Blume für deine Kollegen, guckst sie dich an, macht 4000 Euro. Ah, die können an die Blumen pinkeln. Das ist kein Problem. Und dann legen wir noch einen Teppich hin. Den können sie dann hoch. Egal. Egal, lass mal das Thema. Bestimmt aus Edelstahl. Das war. Ja, das ist eine Edelblume. Mit integrierter Kamera oder sowas. Gut, wer dem auch sei. Also, verdienen wir schon ein bisschen was. Minus 14.000 wöchentlicher Ertrag. Das ist aktuell noch nicht allzu viel. Und guckt euch das an. Unser Nerd Gotchi wird produziert. Mit den 4000 Euro können wir auch Einbrecher aufhalten. So, da ist unser, habt ihr das gesehen? Das ist unser erstes Nerd Gotchi gewesen. Und da ist es. Das erste selbstproduzierte Nerd Gotchi. Oh, ist das herrlich. Wir können hier übrigens auch sagen, dass wir LED Matrix verkaufen wollen, dass wir die Batterie Packs verkaufen wollen, dass wir die Holz, machen wir sie, Gehäuse verkaufen wollen. Und das setzen wir bitte auch alles in den Verkauf, Verkauf, Verkauf. Denn wenn wir hier irgendwas übrig haben, das verticken wir. Ne? Das verkaufen wir alles, wenn wir das hier haben, diesen ganzen Kram. Und die Logistik kümmert sich darum. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Die nächste Abholung ist in einer Minute 8. Da kommt beim Verkaufsausgang kommt jemand und holt das Ganze ab. Ihr könnt das natürlich auch hier konfigurieren mit den Routen. Das gucken wir uns ein anderes Mal. Das machen wir jetzt noch nicht. So wie es aussieht, kannst du weitere Räume nehmen, um das Gebäude selbst auszubauen. Ich kann weitere Gebäude nehmen. Hier zum Beispiel vor Saale. Und das kann ich kaufen. Das hat 116 Quadratmeter. Das könnte ich mir aneignen. Die Karte an sich, wenn ich das bisher richtig verstehe, ist fix. Oh,
Willkommen bei der Show. Ich bin Bob Laser von Hyperspeed Entertainment. Ich setze zuerst auf mein Produkt Superhero Generation 100. Hallo Halbor, schön, dass du da bist. Ja, ganz ehrlich, der Kerl erinnert mich irgendwie aus so einer Mischung zwischen von Steve Jobs, Elon Musk und Dr. Dre. Oh Mann, ey. Na gut. Was soll's? Mitbewerber, können wir die nicht einfach aus dem Geschäft drängen oder sowas? Wo waren die Mitbewerber? Aufträge, Firmenziele, Finanzübersicht, Finanzstatistiken, Marktübersicht wäre vielleicht mal ganz spannend. Der Spielzeugroboter, Hyperspeed Entertainment, null Verkäufe. Ha! Wie viel haben wir bisher verkauft? Tja, mein Lieber, wir haben schon einen Nerd-Gottschiefer verkauft. Das zwingt uns nicht mehr ganz so tief in die Miese. Naja, da bin ich mal gespannt. Wir können mal ein bisschen schneller machen. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal ein bisschen mehr verkaufen als ein Nerd-Gotchi. Wie viel haben wir hier drin? Da gab es jetzt... Jawohl, wir sind nur noch 700 in den Miesen. Es wird doch langsam. Wir gucken nochmal in die Statistiken rein. Was haben wir verkauft? 4. War der Verkaufspreis nicht irgendwo bei Grundpreis 280? Watt zum Henker? Wie viel verkaufen die denn davon? Das ist ja der Hammer. Umsatz machen wir damit 2500. Ja. Jetzt muss... Also die Statistik verstehe ich noch nicht. Wir haben noch 17.000 in den Miesen. Machen 2500 Umsatz und sind dann nur noch 700 in den Miesen? Na gut. Vergiss nicht, dass du nur 2,5 Sterne hast. Bei Amazon wird das niemand kaufen. Ach Quatsch. Das ist... Nein. Die 2,5 Sterne, das ist nur eine... Das sind alles Fake-Bewertungen. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen langsamer. Und dann können wir eventuell die Produktion noch ein bisschen tunen. Ich weiß gar nicht, wie viele Produkte haben wir denn hier. Guck mal, da haben wir doch eigentlich genug. Wir könnten noch eine zweite Montage-Einrichtung bauen. Hierhin, vor die Tür. Das wäre eine Möglichkeit. Mr. Goodman hat von Electronic Assembly, lass dir zeigen, wie man mit dem Produkt Goodman Toy Robot Geld verdient. Ja, so sieht der Typ auch aus, ey. So, dahin bitte. Du baust bitte ein Nerd-Gotchi. Mal gucken, wo wir das rausholen. Du musst das Ding leider da rausholen. Und da reinbringen. Ich weiß, der Weg ist ein bisschen... Obwohl, nee, das machen wir anders. Ausgang löschen wir. Wir bauen uns hier ein kleines Regal hin. Ja, vielleicht drehen wir das doch nochmal. So. Das Ding kommt dahin. Und dann verdoppeln wir die Nerd-Gotchi-Produktion damit. Bin ich mal gespannt. Nerd-Gotchi Version 1. Aha. So, Mitarbeiter sind zufrieden, die haben Blümchen. Wir können gleich mal in die Forschung gehen und da ein bisschen was investieren. Da bin ich mal gespannt, was wir da noch machen können. Das müssen wir uns natürlich auch angucken, diese komischen Produkte. Samstag. Kann ich irgendwo einstellen, dass die Samstag nach Hause gehen sollen? Nee, ne? Da müssen wir wohl leider weiterarbeiten. So, wie sieht es hier aus? Zufriedenheit. Bei Vita Schulz 51%. Fähigkeitspunkte 13 bei Sophie Watson. Da können wir wahrscheinlich irgendwann eine Fähigkeit definieren. Na, noch nicht. Okay. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Ja, nur her mit dem Auftrag. Komponenten für die DAF Corp. Nee, nix hier. Für die DAF Brauerei produziere ich. Was sind das für ein Auftrag? Für die DAF Core sollen wir 1400 mehrlagige Leiterplatten. Echt, sowas gibt's schon? Frist bis zum 9. Januar. Ui. Das ist natürlich heftig. Auf der einen Seite krass, auf der anderen Seite 1400. Das ist schon hart. Was meint ihr? Schaffen wir das? 1400? Ich meine, die machen daraus immerhin... Duff-Bier, ne? Und am Ende des Tages kriegen wir nur 16.000 dafür. Aber wir kriegen dafür Forschungspunkte.
Das wäre schon nicht schlecht. Hi Kefko. Für die mehrlagigen Leiterplatten, das ist eine gute Idee. Das können wir mal gucken. Für die mehrlagigen Leiterplatten brauchen wir ein chemisches Gemisch. Wie kriegen wir denn das her? Da brauchen wir 5 Chemikalien für. Das ist echt viel, ne? 1400 in 9 Jahren. Ich weiß nicht. Und dann nur 16.000. Ne, das ist mir ein bisschen wenig. Also 16.000 und 100 und aber 500 Forschungspunkte. Das wäre halt interessant. Aber ich glaube, das ist nichts. Nee. Ich glaube, das lassen wir mal lieber sein. So, das bin übrigens ich hier. Kann ich irgendwas mit mir machen? Irgendwas Spannendes? Arbeite ich eigentlich auch mal oder stehe ich den ganzen Tag nur rum? Ich mache das, was ich am besten kann. Habe ich den jetzt angenommen? Ach, der wurde mir zugewiesen, oder was? Ernsthaft? Okay. 100 pro Artikel, Auftragsgeschichte. Also, das verstehe ich noch nicht. Ist der automatisch angenommen worden oder kann ich den auch abwählen? Naja, wir versuchen ihn mal zu ignorieren. Wie bekommt man mehr Platz zum Bauen? Meinem Verständnis nach kannst du das nur erreichen, indem du hier Gebäude kaufst. Und aktuell leider nicht mehr. Also durch andere Sachen leider nicht. So. Gucken wir mal. Haben wir irgendeinen Mangel? Eigentlich nicht. Duffbier fragt nicht. Ja, genau. Die definieren einfach so, du hast das jetzt zu machen. So, jetzt gucken wir aber erstmal in die Marktübersicht nochmal rein. Ich will nämlich mal wissen, wie das hier überhaupt läuft. Also, wir haben ein virtuelles Haustier. Wir verkaufen aktuell 9 Stück. Die Verkäufe sind so halbwegs stabil. Aber wir machen halt damit, es wird halt nicht wirklich besser. Wir müssen, ja, so 2.500, ihr seht's. Es wird nicht besser. Also wir müssen definitiv irgendwas machen. Deswegen wäre dieses Stuff-Zeug halt schon irgendwie ganz cool. Aber nur 100 ist ja schon irgendwie gering, ja? Wöchentliche Nachfrage 60. Die maximale Gesamtnachfrage von Produkten, die in einer Woche auf diesem Markt verkauft werden können. Also ein bisschen Kapazität haben wir noch, ne? Wir gehen mal in die Spielzeugroboter. Da gibt es Electronic Assembly. Die machen 12.000 Umsatz. Boah. Mit dem Goodman Toy Robot GM10X. Von Hyperspeed Entertainment. 5.000. Und der andere macht 10.000. Wow. Werbung schalten. Können wir gleich mal gucken. Das ist schon heftig, ne? Können wir uns davon einen kaufen und angucken? Das ist schon krass. Also da liegen wir deutlich. 820 verkaufte Einheiten, Phase 1, da liegen wir deutlich hinter. Wir brauchen mehr Nerd-Spielzeuge. Ja, die liegen hier im Lager rum, ne? Die will keiner haben. Das ist es ja gerade. In 1:07 kommt der nächste. Stahlriemenbill. Danke für den Abo. Dankeschön. Freut mich, dass es euch gefällt. Dankeschön. So. Gucken wir mal, ob wir eventuell auch Werbung schalten können. Firmenrangfolge. Ja, 72 Punkte. Finanzen. Was haben die? Ach, die haben sich gleich mit Geld zu... Ernsthaft? 9 Millionen? Wie haben die denn das geschafft? Das kann doch nicht nur an diesen komischen Robotern liegen. Das ist ja der Hammer. Innovation. Ich habe so das Gefühl, die haben ganz heftige Kredite aufgenommen, oder? Das ist ja der Hammer, ey. Hyperspeed Entertainment, das ist mit Sicherheit der schwierige Konkurrent. Boah. Das ist ja hammerhart, ey. Aufträge haben wir gesehen. Das brauchen wir noch nicht. Finanzübersicht. Gesamtkosten 3.200. Ah, wir haben noch zu wenig Umsatz. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Wir können Kredite aufnehmen für, ja, ihr seht's, 160.000. Das will ich aber auch wirklich erst im letzten, so als letzte Möglichkeit machen. Werbung habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Vielleicht können wir es da in Zukunft machen. Wir könnten den Chemietisch freischalten. Das würde uns die Leiterplattenproduktion beschleunigen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Wahrscheinlich Standardgeldbetrag für verschiedene KIs, würde ich auch sagen, ja. Das können wir bei der Forschung machen. Eine optimierende Schaltung. Eine Schaltung will ich eigentlich nicht. Wenn, dann würde ich gerne vielleicht ein cooleres Display oder sowas. Stromversorgung, Elektronik. Ein Register-Array, programmierbare Schaltungen. Bild und Ton. Ach, guck. Da haben wir es doch. Was? Eieiei, ist das teuer. 4.900 Punkte Forschungsdaten. Wow. Okay, also das kostet eine ganze Menge. Da müssen wir ein bisschen verackern. Naja, wir gucken erstmal, was wir damit verkaufen. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Waren auf dem Markt verkauft. Ja, es bleibt zumindest stabil wenig. Wie bekommt man Forschungspunkte? Forschungspunkte bekommt ihr über die Forschung. Da gibt es einen Analysetisch. Kann unterschiedliche Module bis Stufe 5 analysieren. Ausnahmen sind möglich. Und da gibt es dann im Prinzip ne, Forschungstische. Nutzt Forschungspunkte, um neue Technologien freizuschalten. Vielleicht wären 3 Produkte, die ständig verbesserst, gut. Ja, wir sollten das vielleicht mal machen. Ne? Wir gehen mal auf unseren Nerdgotchi. Gehen wir auf unser Nerdgotchi. Und wir könnten natürlich auch ein bisschen Rabatt mal versuchen. Potenzielle Verkäufe. Tja, die Frage ist, ob wir vielleicht wirklich mal... Ihr seht es hier, die verkaufen alle mehr, ne? Ob wir vielleicht wirklich mal ein bisschen Rabatt ausprobieren? Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, ne? Versuchen Sie mal mit 10% Rabatt zu verkaufen. Vielleicht klappt es dann ja besser. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob das gut geht. Hallo, schön, dass du da bist. Keine aktive Forschung, keine aktiven Firmenziele. Genau, das müssen wir auch nochmal machen. Wir gehen erstmal in die Firmenziele rein. Das war falsch. Und gucken uns überhaupt erstmal an, was wir machen wollen. Erziele einen Profit von 100.000 durch den Verkauf von Modulen und Produkten. Oder lasse 200 Chargen Produkte zwischen den Zonen hin und her transportieren. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Baue 240 virtuelle Haustiere. Und ein Marktanreiz von mindestens 4. Das ist doch genau das Richtige für uns, oder? 240 virtuelle Haustiere. Was meint ihr? Das ist doch genau das Richtige. Bringt einen Entwicklungspunkt pro 88 gebauten virtuellen Haustieren. Der passive Effekt wird dann aktiviert, wenn du das Unternehmensziel abgeschlossen hast. Das machen wir. Einmal 200. Bitte. Und keine aktive Forschung. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Die Frage ist halt, was wir erforschen wollen. Was bringt uns bei unserem Nerdgotchi am meisten? Ich bin mir nicht sicher, ob wir da so einen kleinen Heizer... Nein. Ob wir da vielleicht... Einen Elektromotor brauchen wir nicht. Ich hätte ja gerne so eine kleine Schaltung. Das finde ich cool. 3 integrierte Schaltungen brauchen wir dafür und ein Plastikteil. Da kriegen wir ein Bildverarbeitungssystem, aber das brauchen wir momentan auch nicht. Lautsprecher, Display, bessere Batterie. Ja. Aber die programmierbaren Schaltungen sind dann auch nicht schlecht, ne? Mikrocontroller ist noch zu weit. Eine einfache Stromversorgung. Spulen und Elektronik und Plastik. Nerdgotchi braucht größeres Display. Ja. Verbesserte Batterie. Ich würde sagen, wir erforschen mal die verbesserte Batterie. Das machen wir mal. Damit das Ding noch ein bisschen länger hält. Dann gucken wir mal, ob wir damit ein bisschen mehr... Also, guckt euch das an. Die stapeln sich hier, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Wir werden die nicht los. Wir haben 6 Nerdgotchis. Guck mal, 2, 1,
Ja, bitten. Plus 750. Na, bitten. So, gucken wir nochmal rein, ob sich da was getan, wie viel sich getan hat. Ja. Na, sehr gut. Also das hat ein bisschen was gebracht. Jetzt ist die Frage, geben wir noch ein bisschen mehr Rabatt? Hängt bestimmt daran, dass du keinen Speicher verbaut hast. Jedes Mal von vorne anfangen müssen. Dark Souls. da braucht man dazu nicht einen Forschungstisch. Wäre auch meine Vermutung. Deswegen sollten wir bald mal einen bauen. So, was hat sie? Ah, sie hat keine Bauteile mehr. Okay. Da können wir gleich mal ein bisschen Hand anlegen, dass wir noch mehr Produktionen machen. Sie kann nicht mehr lagern, weil sie nicht genug produziert. Ja, die ist süß gemacht, oder? Vor allem mit diesem kleinen beweglichen Ding darin. Ach, es ist schon ein cooles Spiel. Schon ein cooles Spiel, muss man wirklich sagen. 15%, einfach suchen das normal. Forschung machen wir gleich. Mal gucken wir erstmal in die Marktübersicht. Gehen wir auf 15%. 210, Marktwertung 4 Sterne. Preis 1,5. Das scheint ja ganz gut. Scheint ja ganz gut zu gehen. Okay. Kundenzufriedenheit oder Zufriedenheit sieht gut aus. Erfolgspunkte. Wir machen jetzt erstmal das Thema Forschung weiter. Machen erstmal einen Analysetisch. Die Frage, was brauchen wir? Einen Forschungstisch? Wir brauchen mal einen Forschungstisch. Können wir das hier nicht hinbauen? Ach, weil wir da keinen Bereich definiert haben. Okay, dann versuchen wir mal einen neuen Bereich zu definieren. Einmal hier bitte. Na. So, die Gorilla-Zone. Die Gorilla-Zone, da machen wir erstmal einen Forschungstisch hin. Dass das da auch mal vorangeht. So, und mal gucken. Einen untätigen Mitarbeiter. Wir stellen mal einen neuen ein. Kostet 22 am Tag. Verbesserte Batteriezelle. Ja. Okay, sollte hoffentlich passen. Und ich würde sagen, wir müssten noch mal gucken, ob wir an der Produktion noch mal was optimieren können. Und ob wir da noch mehr machen. Also ich meine, wir haben ja offensichtlich genug Leiterplatten. Wie viel sind hier drin? 100? Ernsthaft? Ja, 100 Leiterplatten hier drin? Heidewitzka. Dann könnten wir doch eigentlich noch einen Bastlertisch bauen. Nein, der geht hier nicht hin. Ah, schade. Kann man die Regale verbessern? Ja, das wird mit Sicherheit erst später gehen. Wir können ja mal in die Forschung gucken. Ich sehe da jetzt tatsächlich nichts. Wir schauen mal in die Firmenentwicklung. Vielleicht in der Firmenentwicklung. Da können wir Schweißertische herstellen. Was ist das hier? Das kann ich... Ach Gott, da unten ist schon wieder so eine komische Dame, die uns irgendwas sagt, was sie Tolles gemacht hat. Das wäre halt was für uns, ne? Diese Elektronik-Werkbank. Wir gucken uns das gleich mal an. Damit können wir vielleicht auch ein bisschen die Produktivität erhöhen. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Linda Becker von Becker's Bots. Dann wollen wir mal sehen, wer der bessere Ingenieur ist. Mein Produkt ist der Crazy Pal Type 1. Ja, meine Beste, wir haben den Nerdgotchi. Wir sind natürlich besser. Das ist ja wohl keine Frage. Oder auch nicht. Das ist natürlich hart. Jetzt kommt die gute Dame in unser Metier. Wir können mal gucken, ob wir neue Märkte entdecken können. Okay, das kostet noch zu viel. Nerdgotchi. Wir haben schon... Jetzt bin ich mal gespannt, was in der nächsten Woche verkauft wird. Das geht jetzt schon ein bisschen zurück. Wir sollten also dort durchaus mal eine Innovationsbombe zünden. Aber bevor wir die zünden, gehen wir erstmal auf die Firmenentwicklung und schauen mal wirklich, ob wir hier noch was verbessern können. Weil wir werden ja wahrscheinlich im Bereich der Elektronik bleiben. Und deswegen gucken wir mal, ich würde gerne den hier haben, die Elektronikwerkbank. Taschencomputer, Vorgänger vom Handy, ja, so ungefähr. Ja.
Damit können wir Steuereinheiten. Wir gucken mal. Wir brauchen ja eine Optimierung für den Bastlertisch, denn hier wird ja aktuell gebaut, dieses LED-Matrix-System. Das kostet 0, das dauert 0,87. Das ist mir ein bisschen zu viel. Du bist ein kleiner Elon Musk. Kann man noch Nerd-Aktien kaufen? Ob, wenn ihr das wollt, dann rufe ich mal in Frankfurt an. Dann könnt ihr das gerne machen. Und sie hat nämlich hier konstant keine LED-Matrix-Teile. Das heißt, da müssen wir mal optimieren. Und wir können die drei Sachen freischalten. Gucken mal. So, Chemie. LED-Matrix 0,5 Tage. Wenn ihr LED-Matrix seht, sagt bitte mal laut Stopp. Sehe ich jetzt hier nicht. Nee. Habt ihr es gesehen? Echt? Wo denn? Unten, Mitte, oben? Ich sehe es nicht. Dann gucken wir mal hier. Das ist, hier kann man leider auch nicht sehen, was das für ein Teil ist. Handwerk. Wir gucken mal hier. Elektronik. Da muss doch dabei sein, oder? Bei LED-Matrix. Das ist auch nicht dabei. Das ist ja komisch. Aber okay, ist ja kein Problem. Wir können ja bei dem Ding auch die Batterieproduktion erhöhen, oder? Genau. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir den mal frei. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding hier updaten können. Jawohl, aufwerten auf einen Chemietisch. Zack, das machen wir. Und dann sollte das hier um einiges schneller gehen. Guckst du. Sehr schön. Zack. Und jetzt sehen wir auch schon, wie ratzfatz das hier geht. Die haben schon hier Produktionsstau. Na? Ihr seht, jetzt ist sie nämlich schon fertig, die gute Dame. Sehr schön. Du hast ein Delay. Oh nein. Dann vielleicht mal neu laden. Da ist es. Stopp. Echt? Habt ihr es gesehen? Aber jetzt haben wir ja das Ding hier. Der kostet auch noch 11 am Tag. Unglaublich. So, apropos. Wie sieht es denn jetzt aus bei der guten... Null? Oh, kein Crazy Pal, den die Leute kaufen wollen. Och, schade. Kannst du noch was auf den Chemietisch bauen? Aber wir könnten mit Sicherheit auch die Produktion der Batterien damit beschleunigen. Neue Herstellungsdauer wäre 0,43. Dann könnten wir auch eine ganze Menge Batterien verkaufen, ne? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich würde anstatt einem Rabatt, gucken wir gleich mal, ob wir das erweitern können. Wir warten damit nochmal und gehen nochmal rein in das Produktdesign und schauen mal, ob wir das nochmal ändern können. Wir duplizieren das mal und nennen das mal Nerd Gotchi 2. So. Und in den Nerd Gotchi 2 werden wir mal bitte, das bearbeiten wir. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was Schickes reinbauen können. Ihr hattet ja gesagt, einen kleinen Speicher. Und eine Logikschaltung, das passt nicht. Und das Ding. Kann man die Holzart wählen? Nee, ich glaube nicht. Aber das Problem ist, seht ihr es? Möglicher Gewinn 125 nur. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich was bringt, weil die Bildqualität geht nicht hoch, die Batterielaufzeit geht nicht hoch. Wenn, das ist halt hier in dem Spiel noch ein bisschen anders. Wenn, dann sollten wir vielleicht eine zweite Batterie einbauen. Gucken mal. Guck mal, jetzt sind wir bei 3,5 Sternen. Möglicher Gewinn 300. Das ist Handschmeichlerholz. Ja, genau. Und wenn wir noch ein zweites Display einbauen. Ui, 353. Das Display kostet uns allerdings auch 7 Elektronik. Hallo, Sking79. Schön, dass du da bist. Wir machen mal das zweite Display raus.
Was meint ihr? Zwei Batterien? Wollen wir das mal versuchen? Mit zwei Batterien? Wir sagen, das machen wir mal. Montagezeit 1,7. Wir entschließen den mal ab. Das ist Nerdgotchi 2. Dann rüsten wir dich auf. Du brauchst dann nämlich nur noch die Hälfte an Zeit. Oh, was hat sie denn? Zufriedenheit ist gering. Ich kann ihr leider noch nichts zuweisen, weil sie noch nicht die notwendigen Punkte hat. Ja, schade. Oh, MacLambert. Entschuldige bitte, mein Bester. Dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam in die Produktion der Stufe 2 über. Ein Nerdgotchi bitte. Einmal bitte auf Nerdgotchi Version 2 umbauen. Zack. Und dann hoffen wir mal, dass diese getroffenen Maßnahmen hier ein bisschen besser sind. Du kannst eine Kurierroute erstellen. Ja, will ich ja gar nicht. Ach, weil da noch die alten Nerdgotchis drin sind. Fehlende Versorgung. Ja, ist egal. Wir machen erstmal Nerdgotchi der Version 2 mit rein. Kann ich das hier sortieren? Kannst natürlich nicht sortieren, ne? Ah, schade. Gut, das wird erstmal verkauft. Und dann gucken wir mal. Und dann machen wir dann wahrscheinlich danach den Nerdgotchi. Wenn das alles weg ist, dann machen wir den einfach raus. Und gucken wir mal, wie sich die neuen Nerdgotchis mit verbesserter Akkulaufzeit, Batterielaufzeit verhalten. Vielleicht mehr Leute. Ja, das Problem, was ich auch sehe, dass wir den Nerdgotchi aktuell noch nicht so richtig loswerden. Ich will aber den neuen nicht gleich mit Rabatt verkaufen. Da wollen wir erstmal gucken, was der wirklich bringt. Was bringt denn eigentlich die Verkäufe der Konkurrenz? Immer noch null? Oh. Das ist ja schade. Was bauen die hier? 38, 36. Die haben sich da jetzt ein stabile Verkaufszahlen gesammelt. Minus 1000, das ist natürlich jetzt uncool. So, sie wird ihren Kram nicht los. Sie würde es gerne abstellen, aber sie wird es nicht los. Ah, wir müssen echt ein anderes Regal bauen, ne? Wir machen mal ein bisschen mehr Elektronik hier rein. Ah, wir brauchen wahrscheinlich echt ein größeres Regal, ne? Die produzieren zu viel Elektronik hier vorne. Na gut, es sind sogar schon Nerdgotchis der Version 2 drinne, aber die Nerdgotchis der Version 1 nicht. Dann machen wir bitte mal Nerdgotchis der Version 1. Zack, die fliegen raus. Okay, mehr Lagerarbeiter. Ah, das Problem ist, wir bräuchten mehr Lagerfläche. Hier vorne. Wir müssten das ein bisschen auseinanderzwirbeln und hier größere Regale erforschen. Wir können gleich mal gucken, ob wir in der Übersicht was haben. Auftrag 84. Wir haben aktuell 0 geliefert. Ja gut, ist dann so. Da wird munter erforscht. Ah, wir produzieren nicht genug Batterien, tatsächlich. Tja, wir müssten... Chiski, danke für dein Follow. Wir müssten wirklich mehr Batterien bauen. 0,43 reicht nicht aus, weil wir jetzt ja doppelt so viele brauchen. Na, ihr seht, sie braucht zum Beispiel Batterien. Wer bist du? Alfred Mac irgendwas. Du arbeitest mit Sicherheit hier, ne? Ja, genau. Dir fehlen Batterien. Stand beim zweiten Forschungsding ist Handwerk nicht etwas mit Frachtraum. Können wir gleich mal gucken. Ah, jetzt sind wir minimal im Plus. Wir gucken uns die Sachen gleich mal im Detail an. Ich würde aber gerne mal sehen, wie viel Nerdgotchis wir verkauft haben. 26? Unglaublich. Das ist ja, geht ja mal gar nicht. Ein Nerdgotchi der Version 1. Dann machen wir mal vom Nerdgotchi der Version 2 10% Rabatt.
So. Gut. Mit Frachtraum, das wäre natürlich interessant, ne? Wo ist es? Da. Plastikteile. Ich sehe es nicht, ne. Haben wir hier hinten irgendwas? Werkstofftechnik bringt uns Kunststoffherstellung. Da, erweitertes Lagervolumen, da ist es. Mittleres Regal, das bräuchten wir. Das könnten wir sogar schon freischalten. Laufgeschwindigkeit für die Angestellte plus 50%. Also wir könnten uns... Das könnten wir uns freischalten. Bringt allerdings, ganz wichtig, bringt uns allerdings auch minus 10% auf die Geschwindigkeit am Tisch und 10% bei der Geschwindigkeit zum Tisch. Plus 40%. Was gibt's noch? Wir gucken nochmal weiter. Hier gibt's nichts weiter. Was meint ihr? Wollen wir uns die mittleren Regale freischalten? Ich würde sagen ja, oder? Dann nimm das untere auch mit. Ah, da bin ich mir nicht sicher, ob das könnten wir, das können wir uns nicht leisten. Wir haben nur 50 Erfolgspunkte. Wir machen auf jeden Fall das große Regal. So. So, dann werden wir das mal bitte updaten. Das Regal hier. Hier gibt es nämlich anscheinend immer irgendwelche Probleme. Dann könnten wir hier... Gucken wir mal, ob wir das einfach updaten können. Wahrscheinlich nicht. Ja, es wird wahrscheinlich so einfach nicht möglich sein. Wir verschieben den Tisch mal. Einen nach da. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Alles gut. Kein Problem. Und ich würde ja gerne das Ding updaten, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie geht. Ich befürchte nämlich, das geht nicht, ne? Dann bauen wir mal ein mittleres Regal dahin. Und machen bitte das Ausgangsregal darauf. So. Dann können die schon mal abgeben. Und er macht erstmal das hier leer. Und da muss natürlich noch die Elektronik rein. Aber erstmal holt er sich das weiter aus dem Tisch, dass er das nämlich hier leer macht. So. Und wenn das hier leer ist... Aber wir könnten natürlich... Wir können es natürlich auch einfach leer machen, ne? Das automatisch angelegt wurde. Ja, okay. Wir machen es erstmal leer und dann gucken wir, dass wir das andere machen. Dass wir das andere machen. Okay, gut. Wir sind bei minus 900. Ah, so gut läuft es bei uns tatsächlich nicht. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Wie viel verkaufen wir von dem Kram? Echt nicht so viel. Naja, 6.000 Gesamtumsatz. Hier sind wir bei 13.000. Wie viel ist, bei was ist der Gegner? 39, meine Herren. Crazy Pell. Boah, guckt euch das mal an. Der muss das aber ganz massiv in den Markt drücken. Das ist ja der Hammer. Wir wissen über den auch gar nichts, ne? Können wir so einen Analysetisch bauen? Das wäre natürlich mal eine Möglichkeit, ne? Wir sollten mal so einen Analysetisch bauen und das Ding vielleicht mal unter die Lupe bringen. Unter die Lupe nehmen. Wir bauen so ein Ding einfach mal. Wir stellen das mal hin. Ich habe eine Vermutung. Einmal dahin bitte. Ach, schade. Wir können leider das Modul nicht analysieren. Und wir brauchen allerdings die normalen Forschungsdaten.
Dann werden wir uns bitte mal ein Batteriepack analysieren. Und noch eine Knopfzelle. Dann bleiben wir nochmal bei Schaltung, Registerspeicher und wir könnten auch ein LED-Feld nehmen. Wir können bis zu 5 Sachen können wir auswählen. So, ist die Frage, wo wir uns das herholen. Ne, das kleine LED-Feld macht ja keinen Sinn. Den Registerspeicher auch nicht. Einfache Schaltung haben wir nicht. Dann bleiben wir mal... Na toll. Dann bleiben wir mal hier und gucken mal, dass wir das aus dem Lager nehmen. Können wir das von hier nicht nehmen? Ach, ja, na klar. Das ist... Na, verdammt. Das ist eine andere Zone. Okay, dann machen wir das jetzt noch... Dann machen wir das jetzt anders. Werden wir hier ein kleines Regal definieren. Das hatte ich nicht gesehen. Dann machen wir eine Kurierroute. Das ist die Kurierroute Forschung. Das geht leider nur mit Paletten, hatte ich gesehen. Schmeißen, dann können, müssen wir das leider wieder rausschmeißen. Oh Gott, ich hoffe, das passt von der Größe her. Ja, dann müssen wir das. Die müssen wir ein bisschen größer machen, den Bereich, bitte. Die Gorilla Zone. Einmal nach da. So. Dann einmal die Kurierpalette. Er holt sich das bitte automatisch von da. Und da könnten wir eigentlich Holzgehäuse auch mit reinliefern. Ja, genau. Batteriepacks und Holzgehäuse. Und LED-Matrix, insofern das passt. Gucken wir hier nochmal rein. Hier haben wir gesagt, die sollen hier in das Lager der ganzen reinpacken. Wir nehmen jetzt das den Verkaufspunkt mal raus. Die sollen das bitte als Logistik da reinpacken, dass sie die Überschüsse... Dass sie die Überschüsse da reinbringen. Also quasi der Logistikfritze von hier dann dort rein. Und dann sagen wir, er soll bitte eine Kurierroute machen von zu transportierende Gegenstände. Was brauchen wir? Batterien. Wir brauchen die Holzgehäuse und die LED-Matrix-Geräte. Und da soll er bitte die Sachen hier holen. Bitte einmal aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Und dann lädt er sie bitte dort ab. Abladen, abladen, abladen. Dann stellen wir dafür einen Mitarbeiter ein. Und dann kann das losgehen. Und ihr seht jetzt hier wirklich die Mitarbeiterin. Die wird jetzt dahin gehen, die Sachen hier nehmen. Und dann dahin bringen. Und hier haben wir jetzt definiert... An dem Punkt, in der Hoffnung, dass da mal was drin sein wird, LED-Matrix, Batterie und Holz, das packen wir dann wiederum dahin. Dort wird es analysiert, das wiederum erzeugt Forschungspunkte, die wir hier benutzen können, um dann einen Forschungstisch zu bauen. Schwierig. So. Und wir liegen bei minus 2000. Wir müssen echt noch ein bisschen mehr Rabatt machen, ne? Und ich bin überlegen, dass wir hier noch den Nerd Gotchi Version 1 weiterbauen. Und... Hier bitte auch den Nerd Gotchi Version 1 noch weiter verkaufen. Produktdesign wollte ich nicht. Und dann werden wir den Nerd Gotchi Version 1 bitte mit doch einem deutlichen Rabatt verkaufen. 30%. Den Nerd Gotchi Version 2 verkaufen wir mit 15%. Da bin ich mal gespannt. Denn unsere Verkäufe sind doch relativ gering, muss man sagen, im Gegensatz zum Crazy Pearl Teil 1. Also ihr seht, was der an Umsatz macht, ne? Dieser Crazy Pearl Teil 1. Das ist ja der Wahnsinn. Was ich übrigens gerne mal sehen würde, wie ich die Konkurrenz, ein eckiger Nerdgamer, ja, wie ich die Konkurrenz analysiere.
Das habe ich noch nicht rausgefunden. Also wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal. Ich würde gerne nämlich die Konkurrenz auch analysieren. Aber ich habe noch nicht gefunden, wie ich jetzt hier irgendwo hingehen kann und mir den in einem Laden kaufe. Oder kann ich das hier irgendwo machen? Nee, ne? Nee. Leider nicht. Nun gut. Ist aber auch nicht schlimm. Gucken wir mal auf meine Minimap bitte. Einmal hier hin. So. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt ein bisschen mehr Geld verdienen. Einen wunderschönen guten Abend, Alexander Pop. Schön, dass du da bist. Das Spiel ist Product Lines sehr ähnlich. Ja, auf jeden Fall. So, Forschung läuft hoffentlich. Tja, er hat nichts zu analysieren. Wir produzieren noch ein bisschen wenig. Was ich gerne nochmal machen möchte, ich möchte gerne nochmal in... Nee, da nicht. In weitere Märkte gehen. Ich würde nämlich gerne einen Taschencomputer. Wie viel brauchen wir dafür? 150. Wir könnten in Taschenrechner gehen. Was meint ihr? Wollen wir uns Taschenrechner freischalten? Finde ich halt interessant, ne? So ein Taschenrechner zu bauen, fände ich halt schon cool. Das freut mich, dass es euch gefällt. Nee, was meint ihr? Oder ein Kassettenspieler? Aber weiß nicht, Kassettenspieler? Multikocher? Kurierroboter? Spielzeugroboter ist ja irgendwie nicht so meins. Und außerdem haben wir da ja schon welche. 103 Teile haben die schon verkauft. Boah. Wahnsinn. Ich meine, unsere Produkte stapeln sich hier, ne? Das ist der Wahnsinn. Die PlayNerd 360. Sehr geile Nummer. Könnte man tatsächlich machen, ja. Dafür haben wir schon die Infrastruktur. Ja, ihr seht, die Kosten gehen hoch und der Umsatz steigt nicht. Also da haben wir echt ein Problem, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Gewinnmarge minus 50%, Kapitalfluss, Gehälter 6000, Materialeinkauf. Aber wir verkaufen von unserem Zeug zu wenig. Jetzt ist die Frage, wie wir das hochkriegen. Hallo aus dem Schwarzwald. Hallo Argos84. Hi. Schön, dass du da bist. Ich meine, wir haben es ja schon... Also die Nachfrage ist ja da. Wir sehen es ja auch bei unserer Konkurrenz. Vielleicht ist das wirklich das falsche Teil, was wir da bauen, ne? Der Nerd-Gotchi. Vielleicht wollen das die Leute auch nicht haben. Tja. Ich bin am Überlegen, was wir machen. Ob wir eventuell das Produktdesign nochmal ändern. Und beim Nerd-Gotchi. Der Nerd-Gotchi ist nervig genug. Marketing habe ich noch nicht gefunden. Ob wir ihn einfach wirklich mal komplett neu designen. Was meint ihr? Pass mal, wir gehen wirklich mal in die Taschenrechner rein und gucken mal, ob wir da vielleicht wirklich was Neues machen können. Du produzierst so, wenn ich die Nachfrage liegt doch bei 60. Ja, aber wir haben welche auf Lager, aber die werden halt nicht gekauft. Oder es kann halt auch in der Produktion liegen, das möchte ich auch nicht ausschließen. Was fehlt dir denn? Batterien, ne? Müssen wir erstmal... Nein! Jetzt habe ich das falsche Regal abgerissen. Nein! Moment. Bitte als Ausgang definieren. Bitte als Ausgang definieren. Und bitte als Eingang definieren. So. Nerd-Gotchi mit Taschenrechner, Version 1.3. Genau. Also, wir machen jetzt mal einen Taschenrechner. Ich finde den Taschenrechner cool. Wir haben einen neuen Markt entdeckt. Den Taschenrechnermarkt. Wunderbar. Das freut mich. Verkaufszahlen. Ja, ihr seht es. Waren auf dem Markt verkauft. Produkte 6 für 3000. 6 virtuelle Haustiere ist echt nicht so viel. Die haben einfach auch gar nichts zu tun, ne?
Wir schmeißen die. Es tut mir leid, aber die Forschung muss jetzt erstmal dann glauben. Wir müssen hier ein bisschen. Wir müssen hier leider ein bisschen die Kosten senken. Du musst leider auch. Du darfst leider auch gehen. Es tut mir ganz schrecklich leid. Aber wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Kosten senken. An Forschung können wir jetzt erstmal nicht denken. Wir verkaufen auch die Gebäude. Die Sachen hier. Wir müssen erstmal eine funktionierende Produktion hier aufbauen. So. Es tut mir leid, aber mach's gut. Ja, gucken wir mal, ob das schon was gebracht hat. Und dann gehen wir mal in die Kurierroute. Die können wir jetzt nämlich auch löschen. Die macht nämlich auch keinen Sinn mehr. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht ein neues Design erstellen können. Ein Taschenrechner mit einem Plastikgehäuse dieses Mal. Die Forschung ist noch angestellt. Danke. Da müssen wir. Oh, Moment, das machen wir vielleicht zuerst. Ist das die Jasmin Peters gewesen? War das die? Ich glaube, ne? Ja, die war das, glaube ich. I hope so. Mach's gut. So, dann gehen wir mal rein und gucken mal, ob wir mit einem Taschenrechner mehr Glück haben. Aus Plastik natürlich. So, ein Bürohengst. Was meint ihr, eine schwere Nummer oder ein Bürohengst? Ich würde sagen, eine ganz einfache schwere Nummer, oder? Das kann jetzt auch Multiplayer. Ja, echt, ihr wollt einen Hengst haben. Grüne Multiplikation, geteiltes Orange. Wir nehmen das. Ah, das ist dieses schöne Taschenrechnergrün. Boah, sehr cool. Herrlich. 190 pro Einheit nur. Boah. Gucken mal rein. Wir brauchen natürlich Bildqualität und Batterie. Wir brauchen keine Elektronik. Okay. Wir könnten ein LED... Also wir brauchen auf jeden Fall LED-Matrix. Warum nicht Bürostute? Nur heißt ja schon Bürohengst. Wir brauchen auf jeden Fall auch einen coolen Namen dafür. Also ich weiß nicht. Nur mit dem LED-Matrix-Display so ein Ding... Datenübertragung, Datenspeicher brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine einfache Schaltung dafür. Also wir brauchen auf jeden Fall eine einfache Schaltung. Quantonerd. Das ist cool. Wir brauchen auf jeden Fall eine einfache Schaltung. Ist die Frage, ob wir die Logikschaltung nehmen. Aber er braucht halt keine Rechenleistung. Das finde ich ein bisschen komisch, muss ich jetzt sagen. Wir können natürlich eine Batterie... Zelle nehmen. Aber warum braucht ein Taschenrechner keine Rechenleistung? Das ist komisch. Also das ist wirklich komisch, muss ich sagen. Was passiert da? Dann sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Nerdcorder 2000. Hallo Jan Meyer, schön, dass du da bist. Enigma. Enigma Nerd. Das wäre auch cool. Wir machen mal da so ein Ding nochmal raus hier. Das ist einmal der. Enigma Nerd Version 1. Also, mich wundert es ein bisschen wirklich, dass wir hier keine Bauteile für brauchen sollen. Aber hey, okay. Das Ding fehlt in AR-Modus. Der muss ja nur 1.1 rechnen. Rechenpause überwertet. Version 3.14. Das ist cool. Oder eine VR-Brille. Ja, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren machen wir eine VR-Brille. Enigma Nerd Version 1. Wir speichern uns den mal ab. Ah, ist das ein geiles Teil. Der Enigma Nerd. Guten Abend, Robin. Miau. So, jetzt müssen wir das Ding natürlich auch produzieren. Lass mich raten, das Ding ist voll. Es scheint ein Problem mit mehreren Kurierrouten zu geben. Ja, die hatte ich doch eigentlich
Hatte ich die gelöscht, ja. Nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich. Okay, wir produzieren scheinbar echt zu wenige davon. Ihr habt echt recht, ne? 5000. Die Leute wollen mehr haben, aber es sind nicht mehr in der Produktion drin, ne? Ja. Wir müssten vielleicht echt ein bisschen noch weiter... Wir müssten vielleicht echt noch weiter aufrüsten, ne? Ich meine, das Produktdesign an sich kostet uns ja nichts. Wir müssen mal... Wir müssen das wirklich nochmal analysieren. Also, wir gehen nochmal in die Marketingübersicht. Und der Nerdgotchi Version 2... hat 33 und 19. Der hat 87. Der produziert einfach genug davon. Das ist der Punkt, ne? Wöchentliche Nachfrage 60. Wir müssen echt mehr produzieren. Das ist ja der Wahnsinn. So, wir produzieren... Also wir verkaufen hier also insgesamt 6 in der Woche. Echt so wenig produzieren wir. Das ist das der Duff-Core. Wir gucken mal, können wir irgendwo unsere Produktion sehen? Wie viel schafft er denn? Der braucht 1,5 Tage. Ja gut, das passt ja, ne? Dürfen die Leute inzwischen auch mal aufs Klo? Nein, die pinkeln bitte an die Blumen. Sowas wie Toiletten gibt es hier nicht. Also wir müssen echt unsere Produktion ein bisschen verlagern. Pass mal auf, wir machen das mal wie folgt. Wir bauen hier wirklich nur den Nerdgotchi. Also müssen das ein bisschen, wir müssen das echt ein bisschen optimieren. Also wir bauen das mal um. Erstmal werden wir den Arbeitsbereich da bitte löschen. Dann werden wir den Arbeitsbereich hier bitte wieder vergrößern. Das ist die Nerdgotchi-Zone. So. Dann kommt der Verkauf, bitte. Kommt erstmal darüber. Wir machen es erstmal nach da. So. Dann kommen die nach da. Ja, genau, die nach da. Wir können das noch ein bisschen weiterziehen. Dann bauen wir noch weitere Montagetische. So, das ist die erste Charge. Alles klar. Gut, die bekommen... Moment, wir verschieben das nochmal. So, also die bekommen hier in der Mitte ein kleines Ausgangslager und jeweils ein Eingangslager und die anderen bringen das dahin. Also ein kleines Regal. Und das Eckregal kommt einmal dahin und einmal dahin. So. Du bringst bitte nach da und holst von da. Du bringst bitte oder holst von dort, bringst nach dort. Das alles weg bitte. Du holst von dort, bringst nach dort. Du holst von dort. Und bringst nach da. So, wir produzieren erstmal überall Nerdgotchi Version 1. Und hier vorne stellen wir bitte noch 2 Leute ein. Ja, ich weiß, wir haben aktuell keine Nerdgotchi Version 2 mit drin. Schmeiß mal wieder raus. Passt schon. So, Nerdgotchi Version 2 kommt. Okay.
Weg. 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 Weg und weg. So, jetzt gucken wir mal, ob das was bringt. Und in der Zone Rot bitte einen weiteren Kurier. So, damit die hier auch vernünftig hin und her transportiert werden. Das dauert jetzt natürlich alles wieder seine Zeit. Und wir könnten, wenn das nicht ausreicht, natürlich hier noch einmal einen Holztisch machen. Der wurde noch nicht freigeschaltet. Wir können aber eine weitere Batterieproduktion machen. Na, Moment. Irgendwie ging das. Ich glaube, Alt und Steuerung. War das der hier? Nee, das war ein Signalsenden. Irgendwie ging das, dass wir das kopieren können. Na gut. Jetzt können deine Leute nicht mal in die Pflanzen pinkeln. Ja, dann sollen sie nach draußen gehen. Wir erhöhen mal die Batterieproduktion. Ja, okay. Der ist natürlich extrem groß. Das könnten wir, die Chemieproduktion könnten wir auch nach hier hin noch bauen. Ah, da warten wir nochmal ab. Da warten wir nochmal ab. Da muss ich mir wahrscheinlich noch was überlegen. Wir könnten das auch noch ein bisschen runterziehen, weil wir brauchen hier oben noch einen freien Platz. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, die warten jetzt natürlich, weil wir nicht genügend Holz haben. Habe ich hier auf Batterien umgestellt? Nein, ich habe Batterien umgestellt. Wer produziert denn jetzt Holzgehäuse? Du sollst doch Holzgehäuse produzieren. Wieso produzierst du denn auf einmal Batterien? Ist ja kein Wunder, dass wir nichts verkaufen, wenn wir keine Holzgehäuse produzieren. So, also Holzgehäuse müssen wir auf jeden Fall erhöhen. Und dazu sollten wir gucken, dass wir uns die nächste Innovationsstufe freischalten. Das wäre... wo war es? Er hier, glaube ich, ne? Oh, da brauchen wir 100 Forschung und 50 Erfolgspunkte für. Na, das sollten wir uns bei Zeit mal holen. Jetzt arbeiten wir erstmal weiter am Holz. Und Dennis Decke, danke für deine 100 Bits. Dankeschön, Dankeschön. Wir sehen übrigens da unten, was wir alles haben. 52 Produkte verkauft dieses Jahr. Und wir haben hier echt unglaublich viel Elektronikteile auf Lager. Wir können diesen Kram mal irgendwo reinpacken. Ach, das bringt gar nichts. Ah, verdammt, ja, ja. Die sind... Pass auf, wir können die hier reinpacken. Platinen, die können da rein. Die Elektronikteile können da rein. Dann können wir hier ein bisschen Holz hinpacken. Zack, die kriegen ein bisschen Holz. Sie kriegt noch... Ne, Moment. Sie hat Batterien. So. Ihr geben wir die Matrix-Displays, die Dinger. Und die Platinteile kommen nach da. Zack. Ah, was ist jetzt zu tun? Oh ja, wir sollten das Produkt Crazy Pal 1 aufstocken. Das kann nicht schaden. Na, da bin ich ja mal gespannt, was du da aufstocken willst. Verkauf doch ein paar Elektronikteile. Ah, können wir machen. Das hatten wir ja eigentlich aufgehört, aber das sollten wir machen. So, haben wir jetzt irgendwo... Jetzt gucken wir erstmal, wie die Produktivität aussieht. Wir brauchen ein Teil alle 1,34 Tage Holz und er braucht 0,89. Also wir brauchen definitiv mehr Holz. Ja, genau. Also man sieht, wir bräuchten meines Erachtens nach 3 Holztische, die das hier produzieren. Wir könnten hier unten noch welche hinsetzen. Ähnlich wie hier. Da bauen wir noch 2. Moment, das können wir mal ausprobieren. Wenn wir den nach da setzen. Und da einen weiteren Bastlertisch. Ja, das geht nur schräg. Ah, schade. Können wir den denn verschieben eventuell? Nee. Na, dann machen wir es schräg. Das ist ja auch kein großes Problem. Dann machen wir den schräg hin.
dahin. Dann haben wir hier wenigstens den notwendigen Platz fürs Eckregal. Du holst das bitte daher. Und daher. Machen wir dort bitte ein mittleres Regal hin. Und ihr packt das da rein und da rein. So, dann sollten wir damit die Holzproduktion erhöht haben. Da machen wir Holz, Mitarbeiter und ab dafür. Gut, dann sollten wir damit auch genug haben. Der Superhero Generation 100 und ich liebe es, ihnen zu geben, was sie lieben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, als nächstes Let's Play, hiernach würde ich übrigens gerne, wenn ihr Bock habt, Mad Games Tycoon spielen. So, da haben wir schon genügend Nerdgotchi Version 2. Wir sollten vielleicht mal einen weiteren Nerdgotchi Version 1 Deck hier reinbauen oder einfach mehr. Der fliegt raus. Einmal 12 bitte. Ja, gucken wir mal, dass wir hier auch wirklich genügend produzieren. So, und was haben wir gemacht? Also der Umsatz steigt wieder. Die Verkäufe sind... Also die Verkäufe sind gestiegen mit dem Nerdgotchi 1. Aber wir sind immer noch zu... Moment, das sind die hier. Ah, wir sind auf 30%. Wir machen ja fast keinen Gewinn. Pass mal auf, wir gehen mal wieder auf 15% runter. Oder erstmal 10%. Wir wollen ja auch wieder, wir wollen ja auch ein bisschen Gewinn damit machen. Einfach Toto, Dankeschön, Dankeschön. Danke für deine 100 Bits, Dankeschön. Danke, 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 danke. So, dann machen wir damit hoffentlich wieder ein bisschen mehr Gewinn. Also, jetzt gucken wir mal, ob in der Produktionskette irgendwas stockt. Was hat er? Es gibt kein Problem mit den Kurierrouten. Ich habe nämlich keine Routen. Das kenne ich nicht, aber ich habe gerade die neueste Folge von die Guild und Strategic Command gesehen. Hallo Argos. Ja, die sind auch cool. Ich muss sagen, Strategic Command ist ja cool. Also wirklich toll. Ein ganz tolles Spiel. So. Kann ich eigentlich mit mir jetzt irgendwas machen? Kann ich irgendwo arbeiten? Ich könnte forschen. Ich koste ja nichts. Ich habe 40% Analysegeschwindigkeit. Na, das wäre doch was, oder? 40% Analysegeschwindigkeit. Oh, Leute, den Leuten fehlen Batterien. Pass auf, dann machen wir erstmal Batterien. Wir produzieren erstmal, pass auf, das zeige ich dir. Pass auf. Wir machen erstmal Batterien. Einen weiteren Chemietisch. Hier. Nerd. Mensch, beweg deinen Hintern. Du baust jetzt Batterien. Also. Einmal Batterien machen, Nerd. Einmal dahin, bitte. Und dann werden wir noch ein Regal aufstellen. Ein großes, bitte. Und da kannst du bitte abliefern. Und du bitte auch einmal da abliefern. Gut, dann sollte das auch ein bisschen schneller gehen. Und da geht bitte nur rein. Ja, eigentlich habe ich gesagt, er soll nur Chemie und Plastik da rein. Aber dann sollte es passen. You are a hero. I know. Okay, gut. So, wie sieht's aus mit den Zahlen? 1500 im Plus. Ja, wir haben es geschafft. Der Nerdgotchi 1 verdient endlich mal Geld. Sehr cool. Dann werden wir bitte auch, zack, hier den ganzen Rabatt hier mal rausmachen. Potenzielle Verkäufe der kommenden Woche, 24. Wir gucken mal, wie viel produzieren wir denn davon? 13, also überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir hin. So,
Also die sind voll ausgelastet. Was wir jetzt machen könnten, wäre mal zu schauen, ob unsere Mitarbeiterinnen hier genug Punkte gesammelt haben, dass sie eventuell... 9. Die ist Optimist. Wie konnte das denn passieren? Also das habe ich aber nicht, das habe ich aber nicht befohlen. 500 kostet das. Okay, komm. Ja. 500, da sind wir weit von entfernt. Ich glaube, da brauchen wir nichts von machen im Moment. Hi, Amr Tamram. Schön, dass du da bist. So, hier haben wir schon wieder Produktstau. Wir sollten mal ein paar weitere Slots hier einfügen. Können wir gar nicht. Dann machen wir ein paar weitere Slots hier. Wir machen das Ding mal voll. Und noch einmal Elektronik. Und dann machen wir auf der anderen Seite noch ein Regal für den Ausgang. Zack. So. Dann können wir das hier rausmachen. Genau, Elektronik. Zweimal und neunmal das. So, dann sollte das hier auch auf Lager sein, hoffentlich. Talk to me. Say my name. Say my name. Und ich dachte, meine Frau wäre die Einzige, die sowas sagt zu mir. Okay, gut. Also, jetzt haben wir es geknackt, Leute. 300? Nein! Wieso denn schon wieder? Wieso geht es denn schon wieder runter? Betrieblicher Ertrag? Wieso geht es denn schon wieder runter? Da! Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Sophie Cooktech hat den Auftrag starke Eigenschaften angekündigt. Meine Angestellten sind bereit. Lassen wir bei 10%. Wir gucken erstmal, warum das wieder runtergeht. Ui! Ui, das ist ja eingebrochen. Oh Leute, das ist ja krass, ey. Okay, also da müssen wir definitiv den Rabatt wieder reinhauen. Okay, also einmal den Rabatt bitte. Und ja, mal gucken. Wie viel hat der Gegner hier verkauft? 144, 90.000 Umsatz. Ja, okay, gut. 13% meint ihr? Können wir machen. Machen wir 12. 12 sieht cool aus. Oder doch 13? 15? Machen wir mal 13. So. Er hat hier Probleme. Ach, der wird seinen Kram nicht los. Aha, guckt euch das an. Die Regale sind rappelvoll hier. Die kommen mit dem Nachliefern hier nicht an. Seht ihr das? Wir kriegen die gar nicht so schnell hier rangeliefert. Weswegen? Haben wir zu wenig Logistikmitarbeiter oder warum? Vielleicht stellen wir noch einen Logistikmitarbeiter ein. Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt, dass wir hier eine Richtlinie machen. Analysegeschwindigkeit, Forschung. Ich glaube, das bringt nichts. Laufgeschwindigkeit, aber flinke Hände. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Wir machen mal Laufgeschwindigkeit erhöht. Wir versuchen das mal für die Zone. Oh ja, man sieht jetzt, wie sie richtig rennen. Also er hat das Problem nicht, die auch. Ich weiß gar nicht, warum von dem Regal nichts genommen wird. Ah ja, jetzt ist sie da. Okay. Guck mal, wie viel produzieren. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist voll das Ding, wa? Okay, wir müssen den Verkauf hier rausschmeißen. Und dann machen wir noch ein weiteres Verkaufsregal. Wir produzieren echt zu viel. Wir werden das Zeug gar nicht los, alles. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. So, eine weitere Kurierpalette bitte. Und bitte Nerd Gotchis der Version 1 rein.
So, gucken wir mal. Argos 84, danke für den Abo mit Twitch Prime. Dankeschön. Danke, danke, danke. Kann man die Verkaufsgeschwindigkeit erhöhen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher. So, das haben wir. 3000. Danke, Leute. Das hat's gebracht. Das hat geholfen. Oh, wow. Aber da auch gleich die Kosten explodiert. Von 4 auf 8000. Allerdings der Umsatz von 5 auf 12.000 hoch. Sehr geile Nummer. Dankeschön. Ihr lieben Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nein, also ich nicht. Alles gut, Martox. Ich muss ja morgen früh auch wieder raus. Alles gut, kein Problem. Schön, dass du da warst. So. Also, das sieht doch schon mal gut aus. Dann haben wir doch, dann haben wir also die Produktion hier jetzt gut im Griff. Wir könnten noch mal schauen. Wir haben hier unheimlich viele Leiterplatten, ob wir eventuell Leiterplatten verkaufen. Was fehlt ihm? Einfach nur Zeit, ne? Haben wir denn davon Bauteile auf Lager? Ich glaube nicht, ne? Ich bin überlegen, ob uns ein weiterer Chemietisch helfen würde für dieses Thema hier. Dass wir die Chemietische einen nach hinten stellen und hier noch einen ransetzen. Was meint ihr? Meint ihr, das würde helfen? Glaube, ne? Ja, uns fehlt jetzt LED-Matrix. Genau. Ja, müssen wir machen. Müssen wir machen. Wir gucken mal, wie wir das am besten umorganisieren. Erstmal schieben wir den zur Seite. So. Dann müssten wir den eigentlich klonen können. Die Zahl müssen wir uns auch unbedingt mal angucken. So, dann bauen wir bitte noch einen Chemietisch. Jetzt mal gucken, wie wir den am besten platzieren. Tja, jetzt würde ich gerne wissen. Jetzt würde ich das Ding gerne drehen können. Aber ich glaube, wir bauen ihn dahin. Das Problem ist, wir müssten dieses Regal eigentlich hier hinsetzen und da nochmal eins. Ja, wir müssen das so machen. Das muss weg. Dann bauen wir ein kleines Regal. Wir können ja auch ein Eckregal bauen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Da kommen sie von noch mehr Seiten ran. Da kann er direkt so reinschaufeln. Das finde ich gut. Ja. Yeah. Wir reißen das auch wieder ab. Pass mal auf, wir machen das komplett anders. Wir bauen diese komplette Produktionsstraße mal um. So, dann machen wir bitte ein Eckregal einmal dahin. Einmal dahin. Einmal dahin. Und einmal dahin. So. Sieht natürlich maximal doof aus, aber das ist dann so. Du holst bitte von da, packst nach da. Du holst bitte von da, packst nach da. Hier komm bitte rein. LED, nein. Da komm bitte rein, LED-Matrix. Alles voll. Und da kommt bitte rein Platinen und Elektronik. So. Hi ho. DQ. DQ Duki. Schön, dass du da bist. So, da kommt bitte rein LED Matrix. Alles voll. Und da kommt bitte rein Schaltkreise. Dann machen wir das Verhältnis mal ein bisschen mehr. Okay. Dann gibt es ein mittleres Regal. Das kommt dahin. Und da liefern die bitte die Schaltkreise ab.
Gut, und dann können wir da schon mal jeweils ein 100er Stack reinsetzen, dass die anfangen können zu produzieren. So, setzen wir noch ein paar Schaltkreise rein. Platinen meine ich. So, da wird noch eine Person eingestellt. Zack. Ja, dann geht's los. Und, oh, ich habe vergessen, was wir hier bauen wollen. LED Matrix bitte. So. Ja, die holen von dort, packen dahin. Dann sollte das hier auch ein bisschen schneller werden. Hier ist jetzt eine ganze Menge Kram drin, ne? Hier sollten wir mal die Anzahl der Holzsachen erhöhen. Da kommt nur Holz rein. Hier kommt auch erstmal nur Leiterplatte rein. Und da machen wir ein bisschen mehr Chemie und Metall. Okay, gut. Hier können wir jeweils auch von den ganzen Sachen ein Stack mehr machen. In das Eingangsregal. Dass wir vielleicht mal ein paar Reserven haben. Und die Ausgangsregale müssten eigentlich auch jeweils alle voll sein mit... Ah, seht ihr, da haben wir schon wieder nur eins. Haben wir das nicht zugewiesen? Nein! Oh, da haben wir den falschen genommen. Du sollst nach da liefern. Und der soll voll sein und der auch. Okay. So. Gleich noch einen Fehler gefunden. Wir sind bei 3000. Gucken wir mal, ob das noch ein bisschen was gebracht hat. Denn er wird jetzt, Arnold Walker wird jetzt schneller sein. Er greift da rein, darauf legen, produzieren, da rein. Seht ihr? Zack. Er holt sich das nächste Teil direkt dahin und daran. Perfekt. Okay. Sie macht das genauso. Was macht er? Holt sich das hier, baut es, bringt es dahin. Er genauso. Gut. Die holen sich's da, packen's da rein. Und die beiden auch holen sich's da, packen's da rein. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob das hier ausreicht, was wir hier anliefern. Oder ob wir da jeweils... Ich würde sagen, wir machen mal einen Stack mehr. Im Einkauf, dass wir einfach genug Reserven haben. Zack. Kostet natürlich jetzt alles ein bisschen Geld, aber wir wollen ja auch genug im Einkauf haben. Von den Produkten. Okay. So, jetzt sind wir bei minus 2000. Ja, irgendwas stockt hier gerade in der Produktion. Schon wieder ein neuer Auftrag. Stromversorgung. Okay. Was brauchen die denn? Knopfzellen. Auch das ist doch niedlich. Wir gucken mal da rein. Ja, die Kosten sind ja explodiert. Das ist ja der Wahnsinn. 11.000. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir das wieder reinkriegen. Wir haben übrigens auch... Wir sollen Roboter liefern. Das machen wir nicht. Roboter bauen wir nicht. So, jetzt haben wir schon wieder kein Holz. Wir können mal gucken, ob wir das irgendwie hier... Eine Firma, die nicht expandiert, geht irgendwann ein. Wie viel kostet ein Mitarbeiter? Das können wir gleich mal checken. Ich würde aber gern erstmal hier in die Holzproduktion reingehen. Wir sind hergestellt bei 7... Herstellung, Transport, Laufen. Also ihr seht, Herstellung sieht eigentlich ganz gut aus. Geblockt. Oh, die haben relativ große Blocks. Eieieiei. Also er hat extrem große... Seht ihr das? Der hat ja einen riesigen Punkt an geblockten Sachen da drin, ne? Wo er wirklich nichts machen konnte. Uns fehlen im Moment wirklich Holzteile, ne? Ja. Die können hier 7 herstellen. Mitarbeitergehalt 154. Die Kosten gehen immer... Wie ist das denn der Wahnsinn? Was ist denn hier los? Das explodiert ja momentan. Warum das denn? Aber wir verkaufen nicht mehr. Geblockt heißt, dass er dort nicht arbeiten kann. Ich frage mich gerade, warum das so teuer wird. Ach, wegen dem Materialeinkauf. Ah. Na klar.
Okay, da müssen wir mal gucken. Was wir noch machen könnten, wäre hier jeweils ein Stack wegmachen. Und die Batteriepacks, die LED-Matrix-Scheinwerfer und die Holzgeräte auch noch zum Verkauf anbieten. Auf allen dreien. Dass wir hier so ein bisschen diesen anderen Kram auch nochmal loswerden, weil sollten wir ihn haben. So. Jetzt sind wir bei minus 7000. Ja, ich hoffe ja, das wird dann weniger werden. Wenn wir genug Geld haben. Also, wenn wir hier genug Waren haben. Okay, also, wir haben echt Holzmangel. Wir gucken nochmal hier rein. Die Geblockzeiten werden aber... seht ihr, jetzt ist er hier geblockt. Boah. Ist ja ein Viertel ist ja hier fast nur geblockt. Wie viel produzieren die denn bei maximaler Auslastung? 5. Also ungefähr 6. Ja, wir brauchen definitiv mehr Holz. Also steht schon mal... Da steht schon mal zweifelsfrei fest. Also, dann machen wir mal eine Investition ins Holz. Einmal und... Zweimal bitte. Eins und zwei. Ihr produziert bitte Holzplatten. Nicht Holzplatten, Holzgehäuse. Und bitte von dort nach dort. Und bitte von dort nach dort. Wir können natürlich später, im späteren Verlauf, auch die Produktion komplett auslagern. Ne? Dass wir sagen, wir machen hier beispielsweise in dem Gebäude eine reine, das kostet 70.000, könnte man machen, eine reine Batterieproduktion. So, dass wir die Sachen verteilen. Du machst Batterien, du machst dies, das wäre halt eine Möglichkeit. Aber erstmal soll der Nerd Gotchi natürlich auch halbwegs erfolgreich sein und wir mal ein paar Teile davon verkaufen. Jetzt gucken wir mal bei unserem 189, ja, aber es hat schon was gebracht, ne? Also wir sind schon gut rangekommen, aber jetzt sind wir wieder abgesackt. Die verkaufen 15, 18, 19, verbleibender Bedarf 23. Ja, also wir kommen da ran. Wir kommen da ran. Minus 3000 nur noch, sehr schön. Es wird was. Wir müssen mal gucken, dass wir das mit dem Holz in den Griff kriegen, aber das sieht erstmal ganz gut aus. Okay. Na, mal gucken. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass wir es schaffen. So. Firmenziele, Fortschritt, virtuelle Haustiere, da sind wir dabei. Jetzt gucken wir mal in die Firmenstatistiken, das ist mir jetzt sicher auch interessant. Also, wir sind bei Batteriepacks. Produktionskapazität 42, produzierte Einheiten 24, Verbrauch 24. Verbrauchte Einheiten 14. Da merkt man, wie unser Stillstand ist. Ganz noch wegen... Ah, sehr schön. Genau, zum Thema Vegan. Habt ihr euch mal gefragt, warum Veganer Verbrennungsmotoren fahren? Denn das sind ja auch im Prinzip nur tote Tiere, die da verbrannt werden in den Motoren. Naja, nicht konsequent. So, Verbrauchskapazität, Chemie. Okay, das ist kein Problem. Holzgehäuse, da haben wir es. Wir haben Produktionskapazitäten jetzt 34, Verbrauchskapazitäten 24. Okay, also das passt. LED-Matrix 34 zu 24 passt. Leiterplatten 91, 68 passt. Tamagotchis können wir produzieren aktuell... 24 Kapazität, die wir produziert haben, 16 in 7 Tagen. Na gut. Also das ist schon mal interessant. In der Lizard Zone. Okay, gut. Also wir haben gesehen, wir hatten wirklich das Problem, dass wir nicht genügend Holz produziert haben. Du musst die Qualität des Produkts verbessern, damit die Quest vorangeht. Ja, ich weiß.
Virtuelle Haustierqualität. Tote Tiere zu verbrennen ist quasi Recycling. Ja, gut, okay. Ja. Ja, es ist durch. Das ist nicht verkehrt, dass du sagst. Das ist ein valides Argument. Absolut. Da kann man nichts anderes zu sagen. Definitiv. So, wir gucken uns überhaupt erstmal nochmal unsere Firmenziele an. Also, baue 240 virtuelle Haustiere mit einem Marktanreiz von mindestens 4. Das ist ganz wichtig. Gucken wir nochmal rein. Marktanreiz von 2,5. Das sind nämlich, das müssten die hier... Nein! Nein! Nerdgotchi ist kurz davor. 3,8. Oh, ist das doof. Und hey, Mortal, danke für dein Follow. Dankeschön. Nein! Wir müssen... Oh, das ist ja ärgerlich. Dann müssen wir den Nerdgotchi, bevor wir das machen, nochmal überarbeiten. Den müssen wir nochmal überarbeiten. Das ist ja ärgerlich. Ah, okay. Ich würde sogar sagen, wir löschen den Nerdgotchi. Eckig. Produziere doch Version 2. Ja, aber der hat genau 0,2 zu wenig Marktanreiz. Nein! Ja! Grrr. Wir könnten den Nerdgotchi natürlich auch komplett umbauen. Wisst ihr, was wir machen? Wir duplizieren den Nerdgotchi mal. Ne, wir verwerfen das Ganze. Ne, wir verwerfen das Ganze. Und wenn, dann machen wir den Nerdgotchi. Dann machen wir da einen neuen Nerdgotchi. Ich würde nämlich sagen, wir machen da ein Holzgehäuse. Und ich würde gerne mal so ein Würfli machen. Den finde ich ja schick. Also was in die Richtung. So ein schicker Würfli. Finde ich auch hübsch. Und das Gute ist, wir machen mal so ein verspieltes Blau. Und das Gute ist ja, wir können hier... Ach, wir können da noch nicht mal andere Module reinsetzen. Was ist denn bei dem Aquarium? Ah, schade. Normalerweise habt ihr hier andere Module drin. Ne, dann können wir uns das erstmal ersparen, dann bringt das nichts. Dann, ihr habt auch gesagt, versuchen wir mal 15% Rabatt. Ein bisschen mehr Rabatt, bitte. Das ist der Nerdgotchi. Ich wollte den hier haben. Versuchen mal auf 18% zu gehen. Marktwertung 4,3. Potenzielle Verkäufe 14%. Jawohl, das hat schon ein bisschen was gebracht. Und wir sind jetzt bei 133. Ja, aber er geht immer noch. Er ist immer noch gut mit dabei. Okay, gut. Also auf jeden Fall passt es jetzt von der Produktion schon mal. Machen wir ein bisschen schneller und lassen es jetzt mal ein bisschen laufen. Was völlig Neues bauen und den Nerdgotchi einstampfen. Na, einstampfen würde ich es nicht. Ich möchte eigentlich gerne ein neues Gebäude kaufen. Idealerweise das hier neben. Und einen Teil der Produktion verlagern. Wenn wir ein bisschen Geld verdient haben. Das wäre so eher mein Ding. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Batterieproduktionskapazitäten wir haben. Wir haben 41 und brauchen aktuell 24. Wenn wir den Nerdgotchi 2 bauen, brauchen wir 50. Das heißt, wir haben tatsächlich zu wenig. Und 2.500. Na bitteschön. Jetzt geht es auch ein bisschen nach vorne. So, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir diese Batterieproduktionskapazitäten hoch, ohne dass wir da großartig noch mit was bauen? Eigentlich nichts, ne? Transferzeit, Zeitanteil für Interaktion mit einem Lager zum Aufnehmen, Ablegen von Materialien. Wir könnten das Lager hier hinstellen, aber das wird... Na, wir könnten hier zwei Ecklager bauen. Das würde gehen. Dass wir die beiden Lager hier entfernen und hier Ecklager bauen. Ähnlich wie hier vorne, dort. Dann könnten wir die Zeit noch optimieren. Seht ihr das hier? Wir haben die Lagerzeiten hier fast auf Minimum reduziert. Wir könnten diesen Laufenpart hier, den können wir wegoptimieren. Und wenn wir das weg haben, dann geht es gleich schon wieder ein bisschen schneller. Das versuchen wir mal.
Und wenn wir das haben, könnten wir auf den NerdGotchi 2 umschwenken mit der Produktion und damit dann auch mehr verdienen. Das versuchen wir mal. Also da sind jetzt zwei Batterien drin. Die kommen einmal da unten rein. Und dann schmeißen wir das ab. Nicht verschieben. Einmal bitte weg und weg. So. Dann gucken wir mal, dass wir dich nach da schieben. Na, wir müssen den ein runterschieben und du musst nach da. Ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob das passt. Ich zeige euch auch gleich, warum. Das Problem ist... Das Problem ist ganz einfach, dass wir... Also, dass die Leute da nicht mehr durchkommen. Bei dem Thema. Na gut, er könnte hier unten raus. Das würde gehen. Wir versuchen das mal, ob das klappt. Oder wir versetzen das doch noch ein bisschen. Wir könnten das schräg versuchen. Das wäre eine Möglichkeit. Einmal drehen bitte das Ganze. Das gefällt mir sogar noch besser. Das ist gut. So ist gut. Ich zeige euch auch gleich warum. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Ah, da habe ich eins vergessen. Okay, so. Also, das wären die Eingangs-, das wären die Ausgangslager, das die Eingangslager. Eingang, Ausgang. Eingang. Und Ausgang. So. Bitte einmal nur Batterien. Bitte einmal nur Batterien. Und hier können wir dann... Ich glaube, die brauchen ein Stack mehr Plastik, ne? Nee, passt. Nee, kann man so machen. Okay. Gut. Und dann sollte er jetzt hier mit der Geschwindigkeit deutlich abnehmen. Oder deutlich zunehmen. Wir packen ihm mal hier ein bisschen Plastik rein und ein bisschen Chemie. Er kriegt hier einfach mal... Ach, der hat genug Elektronik. Was hat er hier? Auch genug. Ach Gottchen. Gibt es hier für die Holzproduktion genug Holz? Auch. Dann packen wir da mal das Holz rein. Das NerdGotchi kommt dahin, bitte. Ah, das ist ein Zweier. Hm. Habe ich hier irgendwo Batterien noch übrig? Da kann ich nur Batterien reinpacken. Zack. Einmal Batterien bitte. So, gut. Hallo Gaius, hi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ups, der Auftrag lief wohl für niemanden besonders gut. Ja, für dich besonders nicht. So, wie sieht es hier hinten aus? Also hier sollte es jetzt etwas besser laufen. Wir gucken mal in die Produktionsstatistiken von den beiden. Ah, laufen, das sollte hoffentlich nächste Woche besser werden. Ah, das passt schon. Nur aktuell etwas im Stress. Ah ja, das ist bei mir auch. Das ist bei mir auch. Aber man kann sich ja abends ein wenig abregen, indem man ein wunderschönes Spiel wie dieses hier spielt. Wir spielen Good Company übrigens. Hi. Ja, also, die NerdGotchis werden gebaut, NerdGotchi Version 1, wir sind bei 2500 im Plus, ja, sind wir bei 3500 im Miesen, die haben natürlich wieder ein bisschen was eingekauft und ich würde sagen, wenn wir die Zahlen jetzt hier im Griff haben, gucken mal, wie es hier aussieht, ah ja, Laufen hat sich deutlich reduziert, er war jetzt kurzzeitig geblockt, wir gucken uns mal die Zahlen an.
Deine Moderation hat mich an manchen Stellen immer mal wieder den guten WB. Nein. Ernsthaft? Da muss ich doch glatt einen Schluck aus meiner unglaublich tollen Kaffeetasse trinken. Ja, danke schön. Danke schön. So, gucken wir mal. Batterien sind wir jetzt bei... Es hat jetzt irgendwie nicht so den gebracht. Es hat jetzt irgendwie nicht so den Erfolg gebracht, wie erwartet. Nun gut. Wir könnten natürlich jetzt parallel anfangen, hier Nerd-Gotchis hier hinten zu bauen. Mit erstmal einem. Wir versuchen das mal. Wir bauen mal einen Tisch auf mit Nerd-Gotchis der Version 2. Und hoffen einfach mal, dass wir hier genügend rauskriegen. Einmal bitte Chemietisch. Ein Montagetisch, bitte. So, da kommen auch wieder Eckregale hin. Das ist übrigens schade, dass ich das hier jetzt nicht drehen kann. Ich würde es auch gerne drehen, aber gut. Habe ich da die Regale falsch rum gebaut? Nee. Passt. So, das ist bitte die Nerd-Gotchi 2 Produktion. Und du holst dir das bitte von da nach da. Einmal auf 2 erhöhen. Und alles bitte mit Nerd-Gotchi 2 voll machen. Und hier, ich meine, wir verkaufen den Kram so und so nicht. Dann können wir hier schon mal die Nerd-Gotchis der Version 2 mit reinnehmen. Zumindest 3 Stück. Das machen wir hier auch. Es hat sich herausgestellt, dass sich die anderen eh nicht verkaufen. Weil wir davon nicht genug produzieren. Dann können wir schon mal Nerd-Gotchis der Version 2 mit rein. So. Gut. Haben wir das auch. Also. Da haben wir keinen Angestellten. Ach Gottchen, auch das noch. Auch das brauchen wir noch. Angestellte, um Gottes Willen. Hier. Taryn Dinder. Ich stehe persönlich an so einem Ding. Taryn Dinder. Das erinnert mich an Toru Bulba. Kennt das noch einer? Toru Bulba? So. Also, Produktion. Wir gucken uns mal unsere Gebäude an. Laufen ist sehr... Also, unsere Sachen laufen sehr gering. Es sieht alles gut aus. Wie sieht es hier jetzt aus? Oh ja, wunderbar. Oh, guckt euch das mal an. Ist das ein Traum? Die Transferzeit ist auf ein Minimum reduziert. Laufen haben wir fast gar nicht mehr. Und er auch nicht. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt müssten wir eigentlich das Gleiche noch hier machen. Obwohl hier die Laufzeit ist... Ja, ist okay. Ah, komm, ist okay. Ja, ist okay. Laufen 6%, aufnehmen 6%, glückliche Herstellung plus 2, CEO in Zone auf Route. Ach so, weil, ja, weil wir hier nicht rumlaufen, gibt es eine schlechte Akquise. Was wir machen können, ist hier ein paar Teppiche bauen. Ja, das können wir mal machen. Wir machen hier mal ein bisschen Wanddeko. Zufriedenheit im Arbeitsbereich. Na, was soll das? Komm, das bauen wir mal dahin. Einmal bitte. Zweimal. Zufriedene Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. So, der Strategie-Nerd. Ah, ist das cool. Da steht hier wirklich sogar drauf. Guck mal, das muss direkt vor dem Tisch. Sie produzieren Waren für der Strategie-Nerd. Zack. So, die wollen das bestimmt auch sehen hier. Wer will nicht ein Schild haben? Würdet ihr nicht ein Schild bei der Arbeit haben wollen, wo fett drauf steht, sie produzieren Waren für der Strategie-Nerd? Sehr cool. So, die kriegen noch ein paar Teppiche hier. Du kriegst auch noch einen Teppich. Du auch. Der CEO kriegt natürlich auch einen Teppich und die hinten auch noch. So. Dann haben wir jetzt viel ausgegeben. Fast 50.000 für das Zeug hier. Und dann wollen wir hoffen, ob das auch mal irgendwas bringt. Da bin ich ja gespannt. Guck mal bei den Einstellungen nach dem Kameradrehen. Das können wir gerne mal machen. Wir sollten grundsätzlich das Ding auch mal speichern.
Benutzeroberfläche. Ihr seht, es ist auf Deutsch. Steuerung. Drehen, 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 drehen. Märkte. Nee. Ich sehe es nicht. Scheint nicht dabei zu sein. Scheint es wirklich nicht zu geben. Das Drehen der Kamera. So, jetzt sollten wir vielleicht mal unsere Mitarbeiter mal angucken. Da haben wir lang nicht mehr reingeschaut. Fähigkeiten, die sind alle hier im gleichen Bereich. Das ist alles ein bisschen ungeordnet. Da ist einer extrem glücklich. Wie sieht es hier aus? Zufriedenheit. 55% bei Joseph Overtime. Bryce McLambert. Oh mein Gott. Taryn Dinder bekommt noch nicht mal Gehalt. Ja, das will ich auch erwarten. Ich meine, der leitet das Ganze hier ab, ne? Ist das noch Early Access? Nee, das ist die Release-Version. Die ist am... Jetzt lasst mich gerade mal bei Steam gucken. Ich meine vor... Boah, 4 Wochen oder sowas? Am 21. Juni ist das Ganze in den Release gekommen. Good Company. Am 21. Juni. Da ist es dann, da ist es rausgekommen. Sehr schön. Ja, das sieht doch gut aus. Wie sieht es mit den Verkäufen aus? Wir sind weit im Plus. 13.000. Sehr cool. Ich würde sagen, wir werden auch aufgrund der geringen Produktionszahlen das NerdGotchi 2 hier definitiv nicht rabattieren. Das kommt nicht in Frage. Das machen wir nicht. Also, NerdGotchi 2 wird nicht rabattiert. So, wie sieht es denn hier mit den Mischpoken aus? 230.000 Umsatz. Boah. Also wir merken uns, der Roboter wäre am Anfang vielleicht sogar die bessere Entscheidung gewesen. Naja, okay. Wir machen das mal ein bisschen schneller produzieren. Ja, dieses komische Ausrufezeichen hier ist irgendwie nervig, ne? Also, ich hab doch hier, wir können mal auf Konfigurieren gehen. Aber die Routen sind gelöscht. Na gut. So, wir haben übrigens immer noch den NerdGotchi 2. Da haben wir immer noch das Problem, dass wir 0,2 Punkte von diesem Auftrag hier entfernt sind. Doof. So, wir haben wieder ein bisschen weniger verkauft, aber sind immer noch bei 3.000 im Plus. Haben die uns das echt übel genommen, dass wir hier... die 5% nicht geben. Machen wir 5% zumindest. Guck mal, so, machen wir 5% bei NerdGotchi 2, dass wir die auch loswerden. Wann kommt der nächste LKW? In einer Minute. Okay. Einkaufswaren sind immer noch stabil da. Kein Wunder, wir haben den Taschenrechnermarkt in kürzester Zeit erreicht. Gebt lieber gleich auf und spart euch weitere Mühen. Was? Wie bitte? Nein! So ein... Das ist ja... Ach, das war unser. Der Nerdnigma. Jetzt muss ich doch... Entschuldigung, jetzt muss ich doch glatt mal gucken. Hat der echt den Taschenrechner? Nein! Magic MK, ich fass es nicht. Das ist ja wohl einfach unglaublich. Tja, schade. Wir sind immer noch dabei, unsere virtuellen Haustiere zu verkaufen. Da müssen wir müssen nächsten Stream unbedingt einen Kredit aufnehmen und dann auf den Nerdnigma, auf den Enigma Nerd umsteigen. Das wäre echt wichtig. Aber erstmal müssen wir, keine Prozentrechnung, ich glaube, so intelligent ist der nicht. Aber erstmal müssen wir die Produktion hier stabilisieren. Jetzt gucken wir nochmal hier rein und gucken mal, was die Batterieproduktion sagt. 44 auf 35, das sieht doch gut aus. 39 auf 31. 37, also es sieht noch ganz gut aus. Dem Taschenrechner würde ich ein neues Gebäude herstellen. Ah, das hatte ich auch überlegt. Der Punkt ist, wir brauchen beim Taschenrechner ja Batterien und Elektronik. Ich würde das sogar anders machen. Ich würde gucken, dass wir hier nur noch die Endproduktion machen. Ich zeige euch das mal, wie ich mir das vorstelle. Dass wir hier nur noch die Endproduktion machen. Zum Beispiel, was haben wir hier? 116.000 wäre halt eine Möglichkeit, ne? Dass wir uns dieses Gebäude hier kaufen. Das hier. Und hier beispielsweise die komplette Produktion auslagern. Wie
die Matrix-Teile, wie die Batterien. Das wären so Sachen, die kann man gut hier drüben machen und dann einfach per Kurierroute hinterher hier ins Eingangslager bringen und dann hier wirklich nur noch die reine Endproduktion stattfinden lassen von Nerdgotchi und von dem Taschenrechner. Holz könnte man dann hier auch machen, das ist groß genug, aber da haben wir dann wirklich die Möglichkeit, das ganz, ganz, ganz effektiv aufzubauen. Das, glaube ich, ist eine gute, Idee. Das sollten wir vielleicht so machen. So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir das Ding hier voll kriegen. Guck mal, da liegen noch welche, ne? Hier liegen noch überall Nerdgotchis rum. So, ich glaube, wir haben sogar das Problem, dass wir in unserer Zone schon wieder zu wenig Mitarbeiter haben. Wir stellen nochmal August Wong ein in der Lizard Zone. Aber das hat keinen Lieferbereich, oder? Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Also der Lieferbereich ist hier und hier. Und wenn es hier keinen Lieferbereich gibt, das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt einfach eine Kurierpalette platzieren hier drinnen. Und dann über die Kurierroute sagen, dass ihr die Waren hin und her schaufelt. Das ist kein Thema. Also das funktioniert. Jetzt gucken wir mal. Na, sollte nicht, ne? Ja. Sollte nicht. Aber guck mal, hier ist so viel Platz drin. Ne? Das ist eine super Sache. Das können wir gut machen. Da können wir wirklich diese ganzen Endproduktionen bauen. Wie Holz, wie Chemie und die Elektronik und so weiter und so fort. Das können wir da alles machen. Und uns damit auch ein bisschen ausbreiten. So, jetzt ist der Einkauf ein bisschen hochgegangen. Da haben wir gerade anscheinend Waren gekauft. Minus 500 sogar. Eieieiei. Können wir ein bisschen schneller machen. Und einfach mal schauen, wie es aussieht. Jetzt will ich gerne nochmal hier gucken. Ja, das sieht gut aus. Wie sieht es bei den Gebäuden? Ah, das Laufen ist noch ein bisschen ein Problem. Es ist aber nicht so viel. Also hier hinten, bei dem Tisch ist es am besten. Da haben wir das Laufen fast wegoptimiert. Also das Laufen ist schon... Was heißt, das sind 10%. Da würdest du einen halben Tamagotchi mehr schaffen. Aber so viel auch nicht. Was schafft die hier hinten? 6. Also es ist der Unterschied zwischen einem Tamagotchi mehr produzieren. Ja, ist okay. Gut. Und wir sind übrigens bei 5000. Und ich würde sagen, als einer der letzten Amtszahlungen für heute... Machen wir das tatsächlich, dass wir uns das Gebäude jetzt kaufen. Und ihr seht, hier ist jetzt nichts drin, aber wir haben ja noch 44.000. Und jetzt werden wir anfangen, dort drüben Stückchen für Stückchen eine Produktion aufzusetzen und das hier rüber zu schaffen. Und das wirklich jetzt Stückchen für Stückchen auszulagern und unsere Produktionskapazitäten hier einfach zu erhöhen. Ah, wie kann ich ein Produkt verbessern? Ah ja, mehr von meinem Crazy Paul herstellen. Na super. Hallo Koch des Gauns. Schön, dass du da bist. So. Wie produzieren die denn jetzt? Ja, wir sind ja auch am Optimieren. 328, wir sind bei 352. Also wir haben schon mehr produziert als er. Und ein neuer Auftrag ist verfügbar. Guckt euch das an. Wir sind bei 6000 im Plus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dennis Decke, schön, dass du da bist. Da warst. Ein neuer Auftrag. Ja, ihr seht, wir haben noch nicht einen einzigen Auftrag gemacht. Da müssen wir auch unbedingt mal ran. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht mir fast so aus, als wenn wir hier... Müssen wir es mal beobachten, ob unser Exportlager voll ist, unsere beiden. Da müsste man noch ein neues Exportlager bauen. Ja, es geht noch. Es geht noch. Aber... noch nicht ganz. Also wir müssen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter optimieren. Was haben wir hier? Es blinkte eine 1.
369, wir sind bei 363 und 369. Das sieht auch ganz gut aus. Also, in der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall die Produktionen hier rüberholen. Und ich würde mit dem Holztisch anfangen, was wir mal gucken können, ob wir schon genug Punkte haben, den Holztisch hier zu optimieren. Aber ich glaube nicht, ne? Da brauchen wir 100 Forschung. Aber wir müssen auch in die Forschung wieder investieren, dass wir hier anfangen, Teile zu analysieren. Das machen wir momentan nämlich noch gar nicht. Denn wir sollten uns hier diesen Handwerkstisch holen, dass wir auch die Holzsachen schneller bauen können. Und mit der Elektronikwerkstatt kriegen wir hinterher sowas wie Pieperspulen, OKW-Sachen und sowas. Das wird auch irgendwann wichtig. Da müssen wir auch ran. So, 7000, sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, hier drüben jetzt 2 Lager zu bauen. Ich würde fast sagen, wir versuchen erstmal, wo ist die Tür? Hier, ne? Da hinten ist auch eine, da ist auch eine. Machen wir hier mal 1 und 2. Und werden jetzt in dem Bereich. Ja. Erstmal, wir werden erstmal die Zonen hier alle löschen. Da bitte auch. Und ich will diese Zone einmal auf den Bereich erweitern. So. Das ist die Dolphin Zone. Und die Dolphin Zone soll bekommen Holz. Genau. Ja, wir machen für jede Zone ein eigenes Teil. Genau. So ist mein Plan. Die kriegt hier nämlich. Machen wir Holz. Ah, vielleicht nicht ganz so viel. Und dann versuchen wir mal bitte die Holzgehäuse. Die könnten wir eigentlich auch hier mit reinpacken. Das müsste eigentlich sein. Wir haben einen Meilenstein erreicht. Echt? Du hast einen Meilenstein abgeschlossen. Sehr gut. Schön. Das gibt 200.000. Wow. Wir haben 200.000 Geld bekommen. Beim nächsten Mal bekommen wir 200.000. Und 100 Erfolgspunkte, 40 und eine neu gewiesene Zone. Plus 50% Herstellungsgeschwindigkeit. Wow. Nicht schlecht. Das gab 100.000. 88 Erfolgspunkte. Moment. Können wir uns damit jetzt... Ah, schade. Wir brauchen noch 100 Forschung. Wir müssen beim nächsten Mal ganz, ganz, ganz dringend Wert legen auf die Forschung. Und ich würde sagen, wir verkaufen den wieder. Das müsste eigentlich sogar reichen. Mit einem Tisch. Und dann werden wir schon mal, eine Route einrichten. Die von hier losgeht. Na? Das wird einmal die Holzgehäuse. Das sind einmal die Holzgehäuse. Du nimmst bitte einmal Holz mit und einmal Holzgehäuse. Und das Ganze bitte von dort nach dort. Du nimmst einmal dort Holz mit und lieferst Holzgehäuse ab und nimmst hier, lädst einmal Holz ab und nimmst Holzgehäuse mit. Wir bauen hier hinten Holzgehäuse. Genau, so versuchen wir das mal. So, es gibt ein Problem auf der Route. Warum? Die Route sind nicht genügend Mitarbeiter zugewiesen. Ja, das könnte durchaus ein Problem sein. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu.
Und wir müssen allerdings die hier... Ah, Moment. Das müssen wir woanders reinpacken. Ne, wir... Moment, stopp. Wir löschen erstmal... Das löschen wir erstmal raus. Er kann erstmal nur das Holz hinbringen. Die Holzgehäuse, die haben wir noch nicht... Die habe ich noch nicht definiert. Das muss dann in einem Lager passieren, wenn das hier hinten mal weg ist. Dann kommt das dahin. So, also da haben wir jetzt Holz. Passt soweit. Jetzt versuchen wir, das gleiche zu bauen, was wir da drüben gebaut haben. Nämlich die Bastlertische. So, da kommen Eckregale hin. Das sieht reichlich komisch aus. Ich glaube, das sollte so nicht sein. So. Also, du produzierst einmal Holzgehäuse. Holz und Holz, bitte. Wir stellen auch Mitarbeiter dafür ein. Die Zone bekommt bitte auch einen Mitarbeiter. Ah, da könnten wir sogar zwei gebrauchen. Sehen wir dann. Und du holst dir das bitte von dort nach dort. Von dort nach dort. Und von dort nach dort. So. Also einmal noch alles voll machen. Auf Holz und auf Gehäuse, bitte. So. Dann können die schon mal eine ganze Menge Sachen produzieren. Hier fehlt jetzt noch Holz. Da kommt die gute Dame. Die müsste wahrscheinlich ein bisschen mehr transportieren, wa? Ja. Müssen mal gucken, dass sie vielleicht sogar ein bisschen mehr mitnimmt. Dass wir sie wirklich einstellen für Holz. Ja. Wir lassen ihr, wir sagen ihr wirklich mal, die soll nur Holz mitnehmen. Und soll das da abliefern. Okay. Gut. Belass es bei der Zone bei Holz und mach Batterien eine neue Zone. Ja, auf jeden Fall. Also Batterien kommt in eine komplett neue Zone. Ich möchte wirklich nur rein hochoptimiert das Holz produzieren. Genauso möchte ich das haben. Richtig, ihr habt völlig recht. Ihr seht, wir machen jetzt wieder ein bisschen miese. Wir gucken mal in die Zahlen rein. Das wird jetzt natürlich daran liegen, dass wir sehr viel Investitionen haben. Das ist okay. Das ist kein Problem. Aber wenn wir das soweit hinkriegen, dann können wir jetzt Stückchen für Stückchen hier die gesamte Produktion damit blockieren. So, hier ist jetzt das Eckregal. Und das ist nur für die Logistik. Da müsstest du jetzt eigentlich was hinbringen, oder? Achso, der Bedarf ist nicht da. Okay, dann werden wir jetzt bitte noch einmal das Ganze... Können wir das klonen hier? Ich bin mir da nicht sicher. Aber wir brauchen ja auf jeden Fall mehr als die. Wir machen nochmal einen Bastlertisch zusätzlich. Dann machen wir mal zwei. So. Du produzierst bitte auch Holzgehäuse. Du bitte auch. Eingang und Ausgang.
Eingang und Ausgang. Und jetzt würde ich mal sagen, packen wir mal dich. Darüber. Und dich bitte darüber. So, dann werden wir mal anfangen, hier die Sachen zu verkaufen. Die beiden lassen wir nochmal da. Wir werden mal die Sachen jetzt hier verkaufen. Zack, zack, zack und zack. Jetzt haben wir eine ganze Menge Holz drin. Das können wir natürlich jetzt hier erstmal ein bisschen verteilen. Einmal auf dich bitte. Damit ihr auch anfangen könnt zu arbeiten. Zack. So. Und den Rest packen wir einfach da rein. Okay, gut. Dann sollte das jetzt passen. Und dann machen wir bitte... Wir verkaufen die auch noch hier, die ganzen Sachen. Dann brauchen wir ein Kurierregal, bitte. So. Und das können wir natürlich auch nochmal umstellen. Und auf das Regal, da machen wir jetzt eine neue Route. Das benennen wir nochmal um in Holz. Das ist unsere Holzroute. Dann kommt eine neue Route hin. Da machen wir dann die Holzgehäuse. So, einmal von da nach da. Gut, ein Mitarbeiter dazu und ab dafür. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Hier, wo meinst du, Tipp? Hier vorne oder wo? Oder hier? Ja, also hier sieht es schon mal gut aus. Hier haben wir momentan keine Leerlaufzeiten. Statistiken gibt es noch nicht. Der ist vor der Wand einfrei. Hier meinst du? Ach so, ja, das können wir noch machen. Ja, ja, das können wir noch machen. So. Ja, sieht auch ganz gut aus. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht in irgendwelche Probleme kommen. Aber das sollte eigentlich passen. Ja. Hier ist ja jetzt das Holzregal und ihr seht es, ja, da kommt die nächste Dame und bringt das Holz gleich wieder rüber. Wieso bringt die das gleich wieder rüber? Was soll das denn? Habe ich was falsch eingestellt? Die lädt doch hier. Die soll hier vorne. Soll die abladen. Und hier soll sie aufnehmen. Wieso nimmt die das gleich wieder mit rüber? Was soll das denn? Das ist ja mal crazy. Moni Moni, danke für dein Abo. Wieso nimmt denn der das wieder mit rüber? Ist das Gehäuse mit 6 Stacks belegt? Ah! Danke, 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 danke. Platzmangel. Danke, 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 danke. Hier ist das gleiche Problem. Einmal mehr Holz, bitte. Ja, Holzproduktion haben wir. Das sollte jetzt laufen. Hoffe ich. Ja, sehr schön. Gut, dann können wir beim nächsten Mal. Ich speichere das ab. Einmal speichern. Passt. Dann können wir beim nächsten Mal die gesamte weitere Produktion umziehen lassen. Die LED-Produktion
und die Batterieproduktion. Und wenn wir das alles haben, wenn das alles umgezogen ist, dann werden wir die Produktion hier wesentlich weiter ausbauen, noch mehr Nerdgotchis bauen. Und dann können wir auch anfangen, hier andere Sachen zu bauen, wie unseren Taschenrechner und. Und vielleicht nur ein oder zwei Stacks. Genau, das war das Problem. Wir hatten hier zu wenig Stacks. Und jetzt kommt hier, genau, es kommt das Holz zurück und da seht ihr, da kommt jetzt eine Fuhre Holz und das ist dann wahrscheinlich auch gleich schon wieder weg. Echt, 8 Gebäude machen die nur. Wir gucken nochmal rein, wie es hier mit dem Holz aussieht. Wir sind hier momentan bei einer Produktion von 40 und wir brauchen 31. Das wird aber mit Sicherheit exportiert, 47. Das wird noch mehr werden. Ne? Also da bin ich mir ziemlich sicher. Wir können das ja auch noch beliebig ausbauen hier. Also da haben wir noch genug Kapazitäten jetzt, dass wir das ausbauen. Die Routen sind auch groß genug. Also ich denke, das sollte passen. Wir haben hier auch momentan... Ja, wir haben auch keine Blockzeiten. Ja, das passt. Genau, wir haben auch keine Blockzeiten. Also die haben auch noch alle genug Holz. Also das sollte überhaupt kein Problem sein. Ihr Lieben, ich wünsche euch... Lasst mich nochmal den letzten Stand wirklich final speichern. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter, wenn ihr nichts anderes hört, mit Good Company, nächster Stream. Und wir wollen ja auf jeden Fall noch unseren Nerd-Taschenrechner bauen und noch viele coole andere Sachen. Ich zeige euch mal zum Schluss, was überhaupt noch alles möglich ist. Wir können ja runtergehen bis Kurierroboter, Spielekonsolen, ja, wie hattet ihr es genannt? Nerd 360. Oder Reinigungsroboter, Rohrreiniger, Lieferdrohnen, 3D-Drucker und so weiter und so weiter. Also Wahnsinn. Computer können wir bauen. Toll. Nightblade 66. Danke fürs Folgen. Und ja, das wird mit Sicherheit cool. Und vor allem, wir können auch eine ganze Menge erforschen. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. PlayNerd 360. Genau. Die PlayNerd 360. Die wollen wir natürlich bauen. Mit einem Holzgehäuse. Ha! So wie es sich gehört. Danke fürs Zuschauen. Es waren, glaube ich, über 100 Leute konstant da. Vielen Dank. Hat mir riesig Spaß gemacht heute Abend und mich ein bisschen aufgeheitert. Ich danke euch. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut bis dahin. Gutes Nächte. Schlaft gut.